So, Freunde, Freunde, der Simulation. Ich muss ja kurz noch was einstellen. Dann geht's auch schon los. Ich suche hier gerade noch eine kleine Einstellung, aber ich kann schon mal rüber machen. Kleinen Moment. Ja, da war gerade irgendwie. Muss kurz das Licht nochmal richtig machen. Moment. Hey! Jetzt klappt's. Jetzt funktioniert's. Hi, Leute! Willkommen zu Sims Folge 2. Grüßt euch. Ja, grüßt Gott. ja. So, Leute, herzlich willkommen zu, Sims Folge 2. Letztes Mal hat einfach mega Bock gemacht. Und wir spielen weiter, ganz einfach. Wir machen uns da gar keinen Stress. Wir machen uns nochmal gemütlich hier auf dem Freitagabend. Ich muss an dieser Stelle mich kurz bedanken bei Pia. Die hat nämlich tolle Emotes gemacht, die jetzt der Chat auch zur Verfügung hat. Ihr habt drei neue Emotes und die sind alle Sim-related. Wir haben jetzt den Dorangi, also meine quasi... das war nicht nur Pia. Pia hat auf jeden Fall zwei gemacht. Und wer war der andere nochmal? Ich gehe hier rein, ich gucke mir das an. Da wird hier nichts untergehen. Keine Mitarbeit in der Community geht hier unter. Und zwar war das Leo. Leo hat den Dorangi gemacht. Also die Orange jetzt, die irgendwie aus irgendeinem Grund ist der Smiley meines Kanals oder der Emote diese Orange. Und ich weiß es eigentlich selber bis heute nicht ganz genau warum. Aber es hat sich jetzt einfach etabliert. Fragt einfach nicht. Das ist einfach unser Emote, unser Kanal-Emote. Und den haben wir jetzt hier an der Seite da. Den haben wir jetzt schön mit diesem Sim-Diamanten oder was es ist. Und Pia hat gemacht den Pepe Donny. Den gibt es jetzt auch. Könnt ihr den mal ballern? Und wir haben jetzt mein Sim-Avatar auch als Emote. Aber der Pepe Donny finde ich ganz geil. Ich habe nämlich neulich irgendwie auf Instagram mit diesem Filter, diesen komischen Filtern rumgespielt. Guck mal, wie scheiße der aussieht, ey. Guck mal. Das ist so geil. Das bin ich als Frosch. Ja. Warte mal, ich muss. Ja. Jetzt frage ich mich, ob ich das nochmal ab... Das Ding ist, guck mal... Nee, machen wir nachher nochmal. So, auf jeden Fall geht's jetzt hier los. Ich werde da gar nicht lang rumschnacken. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hab Bock, ich habe mich die ganze Woche drauf gefreut, auf dieses Let's Play. Weil ich richtig Lust habe, das weiterzuspielen. Und weil das einfach tatsächlich auch Spaß macht hier, ne? Ich weiß nicht, okay, ich bin ehrlich, ich habe irgendwie Lust, den Anfangsgag nochmal zu machen, weil ich weiß nicht, ob da alle schon eingeschaltet haben. Ich habe mir den extra, ich konnte nicht abwarten. Ich wollte eigentlich euch noch ein bisschen zappeln lassen, so bis 5:55, aber dann konnte ich einfach nicht. Sollen wir den nochmal machen? Ich weiß, dadurch machst du den Gag wieder so ein bisschen kaputt, aber komm. Ich habe mir nicht die scheiß Mühe gemacht, nur für die... Obwohl, eigentlich wäre er geiler, muss ich sagen. Okay, jetzt mache ich es gerade. Jetzt ist es so typisch Donny gerade, was ich mache. Eigentlich hätte ich nichts sagen sollen, dann wäre der Gag viel geiler, weil dann habe ich nie was dazu gesagt und habe mir die Mühe gemacht, nur für diese 30 Sekunden. Gold.
Aber ich muss noch mal kurz hier reingucken in den... Kleinen Moment, ich muss hier wieder das machen hier. Ich muss hier kurz umschalten. So, ich muss noch mal jetzt kurz einstellen. So, jetzt sind wir wieder da. Ja. Hey, bleib mal da. Leute, es geht los, oder? Scheiß drauf. Komm, fick die Hummel, sagt man bei mir so, wo ich herkomme. Sagt man überhaupt nicht. Also, Musik aus und Sims an. Das ist mein Merch-Spruch. Let's go. Ich hör schon. Komm, aktivier dich, OBS. Komm, ja! Oh, wir sind wieder da. So, da wird jetzt gar nicht groß die Show gemacht, Leute. Wir machen das hier ganz gemütlich weiter wie letztes Mal. Ich muss mir die Musik mal ein bisschen leiser machen. Die gibt mir nämlich auf den Sack, ganz ehrlich, ja. So, die Alte wartet immer noch hier mit ihrem... Was hat die eigentlich dabei? Die hatten... Was ist das, ein Kuchen? Ein Gourmet-Obstkuchen. Hergestellt von Angela Peters. Für Vegetarier geeignet. 8 übrig. Was wie 8 übrig? Ah, du kannst immer so draufklicken auf die Sachen, oder was? Kann man auch... Worauf kann man denn klicken? Noch auf die Mütze auch? Oder? Keine Ahnung. Linke Titel, rechte Titel. Okay, die Toilette... die Toilette ist immer noch so groß, guck mal. Oh. Ja. An dieser Stelle auch gerne nochmal hier... Kann man eigentlich so, kann man so Dings einbauen hier so, guck mal hier, ich habe ja dieses eine Ding hier. Nee, warte, gib mir kurz eine Sekunde. Bild. Hier, Klo. Deshalb, können wir das als Poster oder so hochladen? Weißt du, was ich meine? Dass man das irgendwie, also so an die Wand macht oder so, als kleine Erinnerung, finde ich irgendwie ganz cool. Naja, egal. So, jetzt erstmal wieder ankommen hier, ganz entspannt. Ich habe immer noch keine Hose an. Danke, die Django. Chris im Delirium, danke. Und Nina hat geratet mit 9 Leuten. Hast den Kappa-Demon gemacht, habe ich gerade gesehen. Luft nach oben, sage ich. So, was machen wir denn jetzt einfach? Jetzt mal ganz entspannt hier. Erstmal wieder reinkommen. Wer ist die hier? Die hat nichts, wo man draufklicken kann, jetzt, um zu sehen, wer die ist, oder? Was die so macht. Okay. Let's go. Wir waren stehen geblieben. Ich war noch nicht im Wohnzimmer fertig. So, wir brauchen noch so viel Zeugs. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Wir brauchen noch so eine Kommode. Ich habe hier so eine, wie heißt das hier? So ein Dingsschrank, wo man so, so Zeugs reinmacht. Schrank halt. Warte mal. Wo ist nochmal Büro? Ich muss gerade wieder reinkommen hier, ey. Ich bin gerade dumm. Warte mal. Das Haus... Wo ist Büro? Gibt's Büro überhaupt? Warte mal kurz. Gibt's Büro? Oder muss ich da wieder um die Ecke denken? Hier schlafzimmermäßig und so. Regal. Regal! Ah, komm, der Gag ist auch ausgelutscht, Donny. Ich bin grad dumm. Wo ist jetzt nochmal das Haus? Und dann ist doch hier muss doch... Okay, ganz ruhig. Wohnzimmer, Esszimmer, Büro, doch, es bin doch Büro, aber wo sind die Möbelstücke? Ich bin gerade dumm. Versteht ihr, was ich meine? Wo sind denn die einzelnen, warum sind denn hier jetzt komplette Räume? Das verstehe ich gerade nicht. Ganz, ganz links unten auf dem Stuhl.
so. Hä, aber da bin ich jetzt auch falsch. Ach so, und der muss ich jetzt hier auf Büro, oder was? Das hatten wir aber letztes Mal nicht offen hier, den Tab hier. Ach hier, jetzt bin ich richtig. Und jetzt Büro. Ich war auf dem falschen Dingens. Ah ja, genau. Ja, ja, deswegen war ich durcheinander. Das war letztes Mal anders. So, wo, wie heißt das? Ich habe so einen Rollschrank. Das hat so Rollen halt. Was weiß ich. Wie heißt denn das? So ein Schrank, wo so... Wutsch, wutsch, ach, was mache ich jetzt? So ein... Nein, jetzt roll doch mal so. Sieht man das? Sieht man das? Nee, guck. Das hier, so ein, weißt du? Mit so ganz vielen Schubladen. Gibt's sowas? Oh Mann, ich mache hier voll die Randale jetzt irgendwie gerade. Scheiße. Ich muss mal. Oh, warte mal, wo ist? Okay. Gibt's sowas? Was glaubt ihr, wie das heißt? Vielleicht irgendwie. Oh, die Musik ist so ein bisschen gerade wie im Auenland. Ist es für euch laut genug, die Musik übrigens? Ich habe ein bisschen was umgestellt, mal wieder, wie immer. Rollcontainer. Hm. Hier wahrscheinlich. Bisschen leiser, die Musik, ne? Ist gerade nämlich ganz geil, das ist diese Auenland-Musik, wo Gandalf ankommt. Rollcontainer, okay. Du weißt, du bist im richtigen Stream, wenn es erste ist, was du siehst im Chat, mit Großbuchstaben jemand Rollcontainer, Donny, sagt. Wie dreht man nochmal? Nee, wie drehe ich das Ding nochmal? Nee, das ist falsch. Jetzt habe ich wieder alles vergessen. Wie dreht man nochmal die Möbel? Ja, so. Das ist aber nicht richtig hier. Kann ich das mit Alt vielleicht? LOL-Container. Oh, ich bin so einfach zum Lachen zu bewegen heute. Ja, ich habe den Teppich weggenommen. Warte, kann man den so ein bisschen geiler? Okay, ja. Weil den habe ich nämlich so. Ja, ja, ist viel besser. Ich habe den nämlich als kleiner Funfact, Leute. Ich habe den nämlich hier, habe ich glaube ich letztes Mal auch erzählt. Ich habe die Couch, ist der einzige Grund, warum der Teppich überhaupt nicht verrutscht. Weil ich habe keinen so ein Teppichrutsch-Ding. Wie heißt das? Schutz. Rutschschutz? Rutschschutz. Rutschschutzbunker! Okay. Dann machen wir das alles hier mit Alt. Wir machen das hier schön, wie es auch ist, in echt. Das ist nämlich eben hier. Ja. Gibt's Spielkonsolen? Oh, ich habe auch noch so einen Dingstisch hier. Den weißen. Oh nein, ich nehm mal die Sachen aus Versehen. Hier so ein, ihr seht's ja, ne? Da. Den weißen Tisch. Den müssen wir auch noch machen, irgendwie. So ein ganz normaler IKEA 4X-Ding. Wahrscheinlich kann man da mogeln mit so einem, oder? Mit so einem kleinen? Nee. Erstmal der TV, habt ihr eigentlich recht. Ah, okay. Das doch. TV ist schon. Das ist ein guter. Ist ein guter Einwand. Wie ging's nochmal? Wie ging das nochmal mit dem Vergrößern? Was haben wir nochmal gesagt? Alt? Nee, wie ging's nochmal vergrößern? Mit Alt? Nee, es geht gerade nicht mit Alt. Alt ist so rumschieben. Nee, Alt ist nur so schieben. Das war's nicht. Das war nicht Alt. Vergrößern war, glaube ich, Steuerung, oder? Nee, auch nicht. Ausrufezeichen? Nee, was war das nochmal, Leute? Come on. Ihr habt zum letzten Mal auch schon gesagt. Ich brauche euch jetzt! Letztes Mal haben das alle sofort reingeballert. Jetzt weiß keiner, oder was? Steuerung ist es nicht. Och, Mann. Shift? Nee. Nee, Shift ist nicht. Fragezeichen? Doch! Fragezeichen und Dings. Ja, genau. Okay. Okay. Ja, den gleichen Witz müssen wir jetzt nicht nochmal machen, aber es war schon sehr lustig letztes Mal mit dem Riesen, mit der... Kann man alles da draufstellen? Nee.
Okay. Jetzt mal wieder ernsthaft hier, komm. Ach so, ja Leute, wir müssen cheaten. Wie ging das nochmal? Letztes Mal habe ich ein paar Profis dabei gehabt. Die haben mir alles ein bisschen erklärt. Bronny, oh, danke übrigens für den Prime-Sub. K-Jack, K-Jack. Donny, könntest du simulieren, ob dein Haus in Sims brennt? Um ein für mal alle zu definieren, was an deinem Haus überhaupt brennt. Da können wir nachher am Ende vielleicht sehen. Doch, wir müssen cheaten, Leute. Ich will die Wohnung bauen, richtig geil. Wir müssen. Ich will meine Wohnung nachbauen, dafür brauche ich die Kohle. Das geht nicht anders. So, wie ging das nochmal? Mir hat es letztes Mal jemand gesagt, da gibt es irgendwie so eine Konsole, oder was? Steuerung Shift C? Nee, was ist da? Passiert nichts. Steuerung Shift C? Doch, stimmt. Und jetzt eingeben Motherload, oder was? Was meint ihr? Motherload. Okay. Einfach so eingeben, oder was? Ah ja. Ja, nice. Schmeiß die Motherloads in den durch den Club und schrei. Load. Schmeiß die Loads durch den Club und schrei. Mother. Oh, rich bitch. Das Twitch Money, Leute. Das Twitch Money. Das macht uns jetzt die Wohnung geil. So, immer, ich klicke immer aus Versehen auf Sachen. So, jetzt ganz ruhig. So, und jetzt brauchen wir einen Fernseher. Wieso kann ich den nicht sehen? Der kommt schon hin. Warte, vielleicht können wir da ein bisschen... Kann man den nicht noch... Gibt es keinen Fernseher, den wir hier draufstellen können, so? Ne, der kommt schon eher hin. Nee. Warum kann ich den nicht? Was mit dem? Schalte dies bei Level 10 des Berufszweigs Startup-Genie der Technik-Guru-Karriere frei. Hä? Kann man so Karriere machen? Der Zwegert, danke dir für den Prime-Sub, Mann. Napfkuchen hat auch mit Prime Resub, vielen Dank. Ah, ich muss, glaube ich, erstmal den hier jetzt machen. Hier, den. Den King's Speech, Alter. Dann mache ich wenigstens. Ja, das passt schon. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen. Wir müssen, glaube ich, hier und da ein paar Kompromisse eingehen. So, hier habe ich einen letzten. Jetzt kommt. Jetzt habe ich hier einen Kleiderschrank. Ja? Ich habe diesen klassischen von Ikea mit in der Mitte ein Spiegel. Wer hat den auch? Eins in Chat. Ein weißer. Ist weiß. Aber der ist nicht so. Das ist nicht so malmäßig. Der hat schon so ein bisschen so. Wie so. Stuck fast schon. In der Mitte ein Spiegel, zwei Türen links, da kann man aufmachen, was reinhängen und dann eins kann man aufmachen und dann kann man da so Kompartiments machen. Der hat keiner von euch? Musikbiber ist der einzig coole hier. Das heißt, warte mal, wo ist Schlafzimmer hier, ne? Das hier, ja, das hier vielleicht. Trendsetter-Kommode, ne? Ja, das passt schon fast genau. Nee, ist schon ein anderer. Aber das sind nur wenig Kleiderschränke. Ich bin, glaube ich, im Falschen, oder? Muss doch irgendwo... Da. Es gibt keine Kleider... Habt ihr einen Tipp, wo ich Kleiderschränke finde? Weil hier haben das normale Leute nicht im Schlafzimmer, oder was? Weil das ist doch kein... Hier ist doch nichts von denen, ist doch ein Kleiderschrank. Alle, dann müssen wir die machen jetzt hier. Also eigentlich habe ich den direkt an der Wand dran. Das stimmt eigentlich auch nicht. Okay. Gut, dann machen wir jetzt noch PC. Der stimmt nicht, der muss weg. Den lasse ich dann lieber weg einfach. So, wo ist Büro? Ich finde witzig, dass wir quasi dieselbe Wohnung haben, aber du komplett anders eingerichtet hast als ich. Ja, musst du auch nachbauen und mir mal schicken. Können wir vergleichen. Wo ist jetzt nochmal Büro? Ich muss, glaube ich, ein bisschen reinkommen erstmal, Leute. Ist ja auch heute wieder, ey.
diesen scheiß Gag da, ey, mich umgezogen, dann habe ich Ewigkeiten wieder so scheiß Tutorials machen müssen, ey, auf Premiere, weil es in OBS nicht ging und Greenscreen, das, ey, da musste ich dieses Keyen wieder lernen und so und mit irgendwie aus. Und dann immer diese Tutorials. Oh, well, welcome to my tutorial here in the Premiere. So the first thing we're gonna do is just gonna duplicate the layer and we're gonna put some transparency filters on this one. Und ich so, was ist denn Transparency Filter? Dann musste ich wieder ein anderes Tutorial machen für das. Und ach, und alles für diese 2-Sekunden-Gag. Da sitze ich echt manchmal so da und denke so, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Naja gut, aber es ist Pandemie. Donny, dein Podcast ist mega. Bitte mehr davon. Vielen lieben Dank, Handkante. Das ist sehr lieb. Das freut mich sehr. Nächsten Mittwoch kommt die neue Folge. Ich habe sie schon aufgenommen. Bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. AKA, ich habe Angst. Waren nicht nur positive Stimmen bei der ersten Folge, aber durchweg. Also, nee, die durchweg war ja falsch. Also, überwiegend. Aber es gab schon ein bisschen Kritik, weil das Intro ein bisschen lang war. War auch ein bisschen lang. Naja, lass nicht drüber reden. Die zweite Folge, macht euch da mal ein Bild dann, ne? So, ich baue jetzt hier noch meinen. Ich baue einen PC, Leute. PC. Wo ist mein PC? Büro, wo ist Büro? Ich bin zu dumm gerade, sorry. Warum finde ich jetzt nicht mehr mein Büro? Da. PC, give it to me. Ah, ich habe eine Idee. Ich denke um die Ecke. Ich mache zwei. Ha, schlau. Ich bin schlau, du bist nicht schlau. Ich bin schlau, ja, ja. Ich mache zwei von den Kleinen hier. Gib mal, ja, gib's mir doch. That's what she said. Aber scheiße, dass man. Eigentlich. Ja, das sieht aber scheiße aus so. So sieht's doch nicht aus! Ich will die nebeneinander machen, Mann. Machen wir einen kleiner? Ja, so. Nee, geht nicht. Das ist zu groß. That's what she said. Ein Kartoffelsenf. Rehfugen. Heresey. Gonzo. Gazelle. Vielen Dank für eure Subs. Gazelle schreibt noch, wie wäre es, wenn du eine WG mit allen deinen Imis machst? Warte mal, ey, hast du gerade Imitationen mit Imis abgekürzt? Don't do that. Aber danke für den Bramsop. Yogi, Ralf, Rainer im zweiten Stock inklusive Charaktervorstellung. Oh mein Gott, wäre das anstrengend. Gute Idee, nette Idee, aber nein. Ja, kannst du rüber, kannst du mir mal ein bisschen Salz leihen, kannst du mir mal ein bisschen Salz aufgeben. Ich hab grad den Braten in der Röhre, ich hab den Braten schon 7, 8 Stunden in der Röhre drin. Da wollen wir jetzt endlich einmal ein bisschen essen und mir fehlt das Salz. Ich hab meiner Frau gesagt, ich soll Salz kaufen, hat sie wieder nicht gemacht. Ja, ich hab jetzt schon aus Frust 3 Packungen Butter gegessen. Oh nö, sei jetzt nicht so einer. Komm, wir machen es erstmal so. Ich habe halt 2 Bildschirme auf dem Ding. Pastroid, danke für den Sap. Sabity Sap, Sap, Sabity Sap, Bidi Sap. Hier habe ich Sachen an der Wand. Kali Rap. Ja. Ich bin im Club, ich ficke alle Bitches. Was willst du denn? Ich bin der Schnickses. Nee. Scheiße. Ich brauche irgendwie dann so, muss ich mir ein paar Reime zurechtlegen, damit das klappt. Lothar Matthäus kann mich am Arsch lecken. Ich bin der Kalli, ich melde dich mal nicken. Ich komm rein, gib mir das Mikrofon. Ich bin der Kalli und ich mach dich tot. Ja. Aber nicht hier auf dem Feld, sondern lyrisch jetzt hier auf der Bühne. Komm, nee! Nee! Das lassen wir jetzt gleich mal schnell sein. Herumgeisterer, danke für den Prime Sub. Leute, lass uns mal hier bitte das Wesentliche machen. Guck mal, es ist ganz abgefahren. Ich sitz gerade hier. Das wäre jetzt, wenn, als wäre jetzt hier eine Kamera. Versteht ihr, was ich meine? Worst Emmy ever. Oh Mann, Moosbit. Das ist aber auch ein bisschen gemein. Finde ich. Ein bisschen gemein. So schlecht war es auch nicht. Lampen rein. Oh ja, stimmt. Wir müssen Lampen machen. Nee, aber lass uns. Okay, komm mal. Aber ich drücke immer hier drauf, Mann. Ich muss immer wieder den Teppich zurechtschieben. Jetzt lass uns doch mal kurz. Jetzt, wir müssen mal wieder entspannt machen jetzt hier. So. Ich mache jetzt erstmal die Basics. So, wir brauchen den. Wir haben den Tisch, Teppich, Couch. Schrank. Der Schrank stimmt aber nicht. Das nervt mich. Das ist nicht der richtige Schrank. Es muss doch mehr Schränke geben, Leute. Können wir um die Ecke denken? Habt ihr eine Idee? Für sozusagen, also einfach ein Kleiderschrank. Gibt's da vielleicht irgendwie einen Trick? Vielleicht im Büro oder sowas? So ein. Warum sehe ich jetzt wieder die einzelnen Möbel nicht? Warum? Achso. Vielleicht hier sowas? Aber das ist ja dann auch nicht. Hm.
Ja, scheiße. Ist aber sehr wenig Ausfall. Tapete, Donny, du sitzt gerade noch im Rigips. Was ist Rigips? Rigips? Was ist Rigips? Verstehe ich nicht, sorry. Sind das so Profi-Sims-Player-Ausdrücke? Der Donny, der hat gestern schon seine Kommune gesucht und war noch im Rigips, Alter. Und dann der mit dem du redest, Snurburger Nagagen, Snagnager, Snurgelurger, Snagbilgerdöker. Gibt's Leute, die auf so Conventions fahren, so krasse Sims-Fans, die dann wirklich so simsisch reden? So ein bisschen wie so Elbisch-Fans bei Herr der Ringe? Gibt's das? Die dann sich so treffen, Snurburg, Snagger, Snagger, Kirken, Nice Nacken, Snurkorkor, Kirken, Nacknissen, Snagley, Gürgen, Birk, Dirk, Nacken, Nissen, Nacknick. Okay, die nackten Wände, das ist aber, da habt ihr aber recht. Ich hab ganz normal hier Raufaser. Wie heißt das nochmal? Wer ist die Scheiße da? Muss doch nicht sein, Donny, so eine Ausdrücke. Scheiße ist es doch jetzt auch nicht. Hier sind überall voll viel. Ach, das sind alle Möbel, die es einfach gibt, oder was? Ist aber auch nicht schlecht hier. Das gefällt mir. Das brauche ich ja. Guck mal, das ist für mein Bett. Kann ich das nehmen? Ja, ich weiß. Ja. Ja, geil, guck mal. Ja, hier, dreh dich mal um, ja. Haben wir das auch mal erledigt? Kann ich das noch kleiner machen ein bisschen? Ah, guck mal. Wir haben das jetzt auch gerade erledigt. Das ist genau das, was ich hab. Sieht man das? Au, ich hab mir rausgetappt. Jetzt ist doch die ganze Zeit dieser scheiß Rollatorschrank neben mir, das nervt. Okay, Leute, es kommt. Okay, wo kriegt man Tapete, Leute? Ich bin doch noch neu. Ich habe mich noch nicht seit dem letzten Mal hier nochmal reingemacht. Ich will das irgendwie jetzt im Stream alles lernen. Das Klo ist immer noch groß, guck mal. Das Klo ist immer noch groß. Ach man, so leicht kann man mich zu lachen bringen. Ich habe vergessen, dass es groß ist. Jetzt habe ich es wieder gesehen, dann musst du wieder lachen. Guck mal, geh mal. Ich finde es auch eigentlich fast so witziger. So, einfach nur so ein Ticken zu groß, weißt du? Aber ich krieg's nicht mehr hier rein. Warum nicht? Es passt nicht mehr in die Toilette. Hä, warum aber? Oder? Das ist aber auch geil hier. Warte. Das ist auch gut. Hier so ganz klein. So ganz kleines. Guck mal. Das ist doch besser. Wenn wir hier so reinkommen, so ein ganz kleines Klo. Alles ist sonst normal. Oh, das finde ich fast witziger als das zu große Klo. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oder? Ich mache das nachher eh so. Ich mache ein Zimmer, wo ich ab und zu, wo ich so alles ganz klein mache. So, dass man so für Instagram so Stories machen kann. Das machen wir, das nennen wir dann den Small Room. Bitte dran erinnern. Wir machen ein Zimmer, der heißt der Small Room. Und da ist dann alles ist so klein, dass man immer für Insta so coole Stories machen kann mit seinen Freunden, dass man so aussieht wie Riesen. Oh, dass man immer so rumläuft. Oh Mann, da ist aber, ich hab Hunger. Oh, und dann so ein Baguette essen und so. Weißt du, wie ich mein? Dann machen wir alles ist klein in dem Raum. Wir machen alles ein bisschen zu klein, sodass wir da groß aussehen. Ja, hat man jetzt verstanden, Donny. Habe ich jetzt dreimal gesagt. Okay, weiter geht's. Dann habe ich hier noch so ein Holzding. Ich finde einfach dieses Spiel so geil. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich überlege gerade, aber was gefällt mir eigentlich besser? Gefällt mir diese. Ich fand es eigentlich geiler, wenn man alle. Wo man alle Möbel sieht. Ich glaube, da habe ich irgendwie das Gefühl, da fallen einem besser Sachen auf. Das ist jetzt hier so ein Dings, den habe ich von der Evelyn Weigert abgekauft. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Eine gute Freundin von mir. Das Möbelstück, was wir jetzt machen, habe ich von ihr abgekauft. Hat sie mir aber den Tisch gezogen, oder? Was sagen wir uns? Nein, hat sie nicht, war Spaß. Trigger Hippie, danke dir für 6 Monate Prime. Magna Kalimitis, wir sehen uns hoffentlich am 26.03. in Essen. Ich hoffe es auch. Es wird schwierig, aber sag ich dir gleich. Mal gucken, wie es läuft hier mit der ganzen Scheiße. Richie Crispy, danke für 8 Monate. Swandor auch dabei. Der Boy Supreme. Vielen Dank. McBerger, bist du das von Instagram, McBerger, der heute geschrieben hat, dass dein Bruder Duplo Chocnut mag? Bringt natürlich nichts, wenn ich... So, ich muss... Wo ist das jetzt hier? Ich glaube, es war doch Fehler hier, weil es ist zu viel. Also ich brauche so ein kleines, das ist auch wie so ein Aktenschrank. Der passt eigentlich, aber ich muss den kleiner machen. Ja, das ist eigentlich, das ist so, weißt du, so zum Ziehen. Wie nennt man das? Also es ist so eine, und dann kannst du oben so einen Schlüssel, und dann kannst du das so,
So ein klassisches Möbelstück. Suche, ja. Aber ich meine, ich weiß nicht, wie das heißt. Sekretär. Da ist, kommt nix. Ja, weiß ich nicht. Schlüsselziehschrank. Aktenschrank! Aber irgendwie kommt da nie was. Also Google ist das nicht. Ich mache nichts mit Suchen. Dann gehen wir mal. Wir machen jetzt mal ganz ruhig hier. Wie mache ich denn meine ganzen Sachen? Hier kann ich mein Twitch-Ding da drauf machen. Mein quasi Donny O-Ding, weißt du, das? Das wäre natürlich auch geil. Aber der Schrank ist ein bisschen zu hoch dafür. Eigentlich fällt mir gerade auf. Mathe Online, danke dir für den Sub. Prime Sub. Amazon Prime Sub. IKEA DLC. Oh, das wäre... Gibt's das? Nee. Nee. Gibt's ein IKEA DLC oder verarscht ihr mich? Das wäre ja mega. Beruhigt hab ich mich jetzt nicht. Hallo Jana. Gibt's das wirklich? Ja, warum sagt ihr mir das nicht? Dann kann ich ja mal... Meine Wohnung ist IKEA. Wie alle unsere Wohnungen. Wo findet man sowas? Ich lade das schon mal runter. Wahrscheinlich bei Steam, oder? Nicht für Sims 4, okay. Okay, das müssen wir ein andermal klären, aber gut zu wissen. Weil das wäre natürlich mega geil. Dann könnten wir einfach... Würde ich mir einfach alles runterladen von IKEA. Und ciao. Tani! Baguette Croissant Café. Danke dir. 6 Monate hosenlos. Danke, Donny, dass du mich trotz der schweren Zeit im letzten Jahr so oft zum Lachen gebracht hast. Oh man. Das ist aber sehr lieb. Vielen Dank. Das freut mich zu lesen. So, erstmal kommt der Spiegel, mein Outfit of the Day Spiegel. Kennen vielleicht die eine. Kennen vielleicht manche von euch. Das ist immer das Schwierigste zu gendern, Alter. Ich gebe mir ja Mühe, aber der eine oder andere, das ist so bei mir im Kopf. Da muss man dann immer, dann habe ich schon auf und dann sage ich irgendwie manche von euch. Einfach. Was mir zu anstrengend ist. Ich bin so jemand, anstatt richtig zu gendern, kriege ich jetzt mittlerweile immer mehr so Abkürzungen, wie ich es anders formuliere, so dass es neutral bleibt. Ist für mich einfacher, als das richtig hinzukriegen. Okay. Spiegel brauche ich. Als ich mit Stream angefangen habe, Leute, kann ich euch eins sagen, hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwann mal hier sitze und vor 1000 Leuten in Sims meine Wohnung nachbaue. Dark Souls, hätte ich gedacht, ja. Demon's Souls, schwierige Spiele, die ich sonst so spiele hier, ja. Aber nicht Sims, hätte ich nicht gedacht. Ja, perfekt. Aber da ist kein Fenster. Warum ist denn da ein Fenster? Was soll denn das? Das Fenster muss weg. Tschüss. Da ist kein Fenster. Okay, das kommt hin. Ja, ist gut. Okay. Oh, Leute, wir haben noch so viel Arbeit vor uns. Wir haben voll viel Arbeit noch vor uns. Das Klo. Das war der Spiegel. Ach, scheiße. Ja, ich komme immer aus Versehen... nee, war es nicht. Ach, das war... Warte mal. Das war gar kein Fenster. Das war der Spiegel? Ach so. Aber der ist besser. Der stimmt eher. Okay, Leute. Tapete. Ich glaube, wir brauchen echt... Weil sonst ist es auch langweilig, immer diese komischen Betonwand anzugucken. Wo geht das? Jetzt geht's richtig langsam an die Profisachen. Ihr müsst mir sagen. Sagt's einfach. Haut's rein in den Chat. Wo gibt's Tapeten? Wo finde ich Tapeten? Bei Bauen? Bei... Hier? Nee. Ganzkörperspiegel. Morgenstund. Wäre geil, wenn der wie so ein Pimmel geformt wäre. Morgenstund. Männer werden mich verstehen. Beim Bauen. Okay, ich bin beim Bauen. Beim Bauen, sagt er. Ja, ich weiß nicht, wo Licht ist, Leute. Komm, jetzt, ihr müsst schon genauere Ansagen machen. Bin kompletter Noob hier. Ich weiß nicht, wo ihr meint. Beim Haus. Okay, ihr müsst so richtig viel für Idioten erklären. Vielleicht auch so zwei Sachen schreiben. Also nicht nur beim Haus in Chat ballern, sondern so beim Haus, Komma, dadada, Komma, dadada. Achso, Tapete, okay, da mache ich halt. Aber das funktioniert irgendwie nie. Die Suche geht bei mir. Der findet nie was. Aufs Haus, an der Wand links. Okay. Ja, okay, gut. Siehst du, das ist eine Ansage, die ich verstehe. Ich will jetzt nicht mit euch schimpfen, Chat, aber da, ich verstehe es sonst nicht. Aber das war auch noch nicht richtig, ne? Was ist das? Hier, das ist doch... Aber das aus, ist das außen oder innen auch?
Ist innen auch, okay. Wir haben hier, was ist nochmal, was ist ein ganz normaler Rauf, heißt das Rauffaser, was ich da habe? Dieses komische Weiß, wo so kleine Bubbles drin sind. Da habe ich früher mal als Kind, habe ich die immer abgedingst. Habt ihr das auch gemacht? Im Kinderzimmer? An der Wand? Diese kleinen, was auch immer das ist, diese kleinen, was ist denn das? Ja, ihr macht's auch, habt's auch gemacht? Ich dachte, ich wäre der Einzige. Aber wie heißt das bei Rauffaser? Was sind das? Sind so kleine Bubbles da drin, so Knubbel. Knubbel ist das richtige Wort. Der hat sich, meine Mutter hat sich so aufgeregt, wenn ich das gemacht habe, aber habe ich immer gemacht. Okay, aber wo finden wir das? Finde ich cool, dass ihr das, Trockenwand? Nee. Wüstenpimmel, Wüstenhimmel. Putz in Perfektion, ist das Putz? Aber das ist so dunkel, was ist das für eine scheiß Farbe? Warum ist das? Ach, weil es noch, okay, wir machen, glaube ich, erst Licht tatsächlich. Wir müssen erst Licht machen, weil wir sehen hier einfach nichts. Wo finde ich jetzt Licht? Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wo Licht ist. Brauchst noch lang. Wo findet man Licht? Beim Stuhl und dann Beleuchtung. Das hier, ne. Ich bin doof. Ich weiß nicht, wo das ist. Beim Stuhl. Jetzt auf die Lampe. Welche Lampe? Da, das ja. Okay. Und hier sind auch alle Lampen drin. Wir machen erstmal die Lampe. Oh, ich habe wirklich so eine hier. Ja, sieht ein bisschen anders aus. Wie ich immer rüber gucken muss, wie so ein Idiot. Oh, guck mal, da sieht man jetzt, wie es dann. Ah, guck mal, da sieht man das Blau jetzt auch. Ha, ist ja cool. Das gefällt mir. Okay, aber wir machen schon die richtige Lampe. Ich habe so eine Design. Ah, ich habe genau die! Aber größer. Nee, nicht so. Ach, schade. Ich habe, also so wie es unten aussieht, in klein, so eine habe ich, aber in groß. Ja, okay, warte, jetzt habe ich gerade offiziell geredet wie jemand, der einfach gar kein Gehirn hat. Das Schöne ist an diesem Let's Play auch, es ist so wahnsinnig entspannt. Man muss sich, aber man ist trotzdem so, ich bin trotzdem im Streamer-Modus ein bisschen, wie ihr merkt. Aber ich glaube, das muss ich noch ein bisschen einpendeln. Dann ist, wie letztes Mal habe ich einfach komplett vergessen, dass ich streame. So, das ist schon mal gut. Jetzt sehen wir, aber, ja. Jetzt habe ich wieder auf den Teppich geklickt. Alter, ich klicke immer auf den Teppich. Weil ich das hier nehmen will, weißt du, zum Schieben. Und dann will ich immer schieben und dann komme ich immer da drauf. Das ist gar nicht so einfach. GDN 23, Jordan 23 natürlich. Danke für den Prime Sub, Jonesman. Bundeskanzler, finde ich gut den Namen. Der Kingding, danke für euch für euren Support in Form von Subs. Dann kommt Teppich. Okay, was machen wir jetzt? Können wir den... Okay, ich mache mal überall jetzt eine richtige Tapete dran. Aber das ist nicht weiß genug. That's what Trump said. Oh, kleine politische Spitze hier. Hallo Mods, ich habe Donny eine Donation mit einer Entschuldigung gesendet. Könnt ihr ihm das irgendwie zukommen lassen? Ein Kartoffelsenf, das ist aber sehr lieb von dir. Vielen lieben Dank. Für mich brauchst du das nicht. Aber ich gucke nachher mal nach, ja? Danke dir trotzdem. Vielen lieben Dank. Ich habe gerade die Donuts nicht offen, das Fenster. Es kann sein, dass es da untergeht. Ich gucke gleich mal an. Lieb von dir aber. So, wie... Jetzt habe ich wieder auf den Teppich. Wie komme ich jetzt zu den Teppichen wieder? Ja, ich meine, das hier, okay. Was meint ihr, ist Rauffaser? Hat da jemand Erfahrung? Was ist denn hier Rauffaser? Das hier? Einfach und doch Geschmackssache. Okay. Das ist schon besser. Ah, nee, guck mal, das hat aber unten so eine Leiste. Das habe ich nicht. Doch. Doch, habe ich. Klar. Ich muss jetzt mal aufpassen, dass ich nicht irgendwas anfasse. Und was mit der Wand? Kann ich die eigentlich ausblenden? Die kann man so runter machen, die Wände auch, ne? Shift für ganzen Raum tapezieren. Okay, nice. Jetzt sehe ich, wo bin ich jetzt? Ich kann irgendwie... Wie kann man denn... Kann man das vielleicht mit Space machen? Ich will mich so nach... Weißt du, ich will mich so... Jetzt bin ich immer da drin. Ich hätte gerne so, dass man mit Space immer das hier machen kann. So bin ich es gewohnt, weißt du, um so nach...
um so rumzudingsen. Und jetzt Shift. Ah, okay. Ja, das ist ja geil. Okay, das geht ja super schnell dann. Okay, aber da habe ich keinen rauf. Doch. Ah, ne, ich habe in der Fliesen habe ich doch im Bad auch. Okay. Wo finden wir das jetzt? Ist das Putz? Deckenleuchten, ja, aber die habe ich ehrlich gesagt nicht gefunden, muss ich sagen. Vorhin hieß es, klick auf irgendeine Lampe, aber ich brauche ja Deckenlampen und nicht irgendeine Lampe. Da habe ich einfach... Das ist doch keine... Wo finde ich denn jetzt? Ich habe hier keine Deckenlampe gesehen. Guck mal, hier ist keine, hier ist keine, hier ist keine. Das sind ja Lampen, aber nicht Deckenlampen. Oder muss ich da einfach hin und dann ist man da drin im Lampenmenü oder was? Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sage ich winke, winke und goodbye, gedick, 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 denn da drüben an der Lampe steht doch schon die nächste Schlampe für mich frei. Beim Esszimmer. Was ist nochmal Esszimmer? Okay. Ach, hier! Ah, das musst du aber auch erstmal finden, aber danke. Oh, ich hab genau die. Ja, lol. Ah, guck mal. Oh, das ist das Licht, was wir brauchen. Haha. Ich hätte es gern tiefer hängt, weil ich hab die hier irgendwo. Okay. Ja, es hat ein bisschen gedauert, Leute, aber jetzt habe ich die Lampe gefunden. Hier habe ich so eine ganz coole Lampe im Zimmer an der Decke, aber die gibt es hier nicht. Die hatte ich aber früher hier drin. Guck mal, das sieht doch gemütlich aus jetzt hier. So kann man doch chillen. Ha. Ah, würde ich wohnen wollen, sage ich dir ganz ehrlich. Und hier habe ich zwei Lampen. Ich nehme einfach immer jetzt die Lampen, das ist doch egal eigentlich. Die Lampen, die ich habe. Jawohl, hier, warte mal, tatsächlich habe ich die. Habe ich so eine Dingse hier. So eine ganz normalen. Ja, so halt. Jawohl, die machen aber scheiß Licht. Ach, guck mal, jetzt sehe ich auch, die ganzen Lampen machen verschiedenes, andere Art von Licht auch. Guck mal. Ist aber cool gemacht, finde ich. Weißt du? Dass die das. So eine habe ich eher, ja. Nicht wirklich eigentlich. Du wohnst doch dort. Ja, schon, aber ich versuche gerade meine Wohnung so nah wie möglich an der Realität zu bauen, weißt du? Dass das, falls du es verpasst hast, darum geht es hier gerade. So, da habe ich zwei von denen. Oh, jetzt habe ich, nee. Okay. Und wir müssen noch eine hier machen. Okay. Spiegel brauchen wir hier. Wie kann man jetzt die Wand einblenden? Geht das? Hier so. Ist jetzt natürlich doof, weil jetzt sehe ich. Ist das eine Wand? Das ist doch eine Wand, oder? Ich wohne nicht im Erdgeschoss, ne? Oben rechts. Rechts oben, links von der Kamera, warte. Ey, warte mal, mir fällt gerade auf. Wirklich, guck mal. Ich habe gerade beim Gucken selber gemerkt, wie ich gucke. Ich versuche es gerade beizubehalten. Guck mal, wie ich gucke. Ich gucke wirklich gerade dabei wie ein Opa. Rechts neben der Lampe. Fehlt nur noch, dass ich so eine Brille habe, wie bei so, weißt du, bei so Dads an Weihnachten, so die so den machen. Den. So. Oh! Oh nein, ich bin aus meiner... Okay, so kann man aber einfacher arbeiten tatsächlich. Aber wie... Wenn ich jetzt, kann ich da irgendwie rein jetzt? Kann man so First-Person-mäßig rumlaufen? Das wäre natürlich göttlich. Geht das? So, wie bei, Ciao, Jana, guten Hunger, Alter. Kann man, irgendwie so rumlaufen in der Wohnung? Nee, ne? Ja? Nee. Geht später im Spiel? Wow. Okay, sollen wir es mal machen? Ich habe Tab gedrückt jetzt. Ist nichts passiert? Ja. Okay,
Okay, wir machen erstmal den Spiegel dran. Ich muss jetzt aber hier mal gucken, wie macht man das dann? Dann gehe ich einfach so rein hier, oder? Boah, da wird einem schlecht. Ja, hier so, guck mal. Okay, dann machen wir jetzt hier den Spiegel dran. Ah, ich bin im Play-Modus jetzt. Ich habe Tab gedrückt. Was mache ich jetzt? Ah, nee. Ah, oh. So, jetzt mal rein. Okay, jetzt Spiegel. Ganz normal ein Standardspiegel hier so. Hm, nee. Ja, auch nicht. Oh, guck mal. Das ist ja geil. Das spiegelt ja wirklich. Hey Donny, ich bin gestern hauptsächlich wegen dir, Instagram und Gäste ist die Geisterbahn, nach Berlin gezogen. Wirklich? Oh Gott. Geh schnell wieder zurück. Geh so schnell du kannst wieder zurück. Pack deine Sachen und renn. Nein. Herzlich willkommen. Wirst du nicht bereuen. Berlin ist super. Winter nicht ganz so geil, sag ich dir ehrlich. Aber bald ist ja wieder Frühling. Hoffentlich. Was ist denn der schlichteste, normalste Spiegel hier einfach? Ich habe einen ganz normalen Kackspiegel. Ohne Rand auch und so. Viel kleiner. Ja, der hier, komm. Stalker incoming. Ach komm. Nee, nee. Hier, das Klo lassen wir klein, oder? Dieses kleine Klo macht mich fertig. Okay, hier passt alles. Habe ich da noch was? Was mit Duschvorhängen? Gibt's sowas? Gibt's Duschvorhänge? Oh Mann, ich klicke immer auf die Möbel. Das nervt ein bisschen auch, muss ich sagen. Es muss... Entweder ich mache es grundsätzlich falsch oder man kann da was einstellen, dass es nicht passiert. Weil ich drücke natürlich immer auf die Möbel, weil ich immer auf den Boden klicken will. Weißt du, und den hier mal. Ich will immer so ziehen. Egal. Werde ich überleben. So, wir brauchen hier noch eine richtige... Ne, wir haben jetzt hier eine Lampe. Hier, es passt. Dann habe ich hier eine Konsole. Glaubt ihr, es gibt so Spielkonsolen? Vielleicht Konsole. Game. Ja, gibt es, sagt ihr. Okay. Kannst die Kamera auch mit WASD steuern? Nee, geht nicht. Achso, weil ich in der Suche bin. Warte mal. Nee, geht nicht. Aber warte mal. Nee. Ah doch, okay, stimmt. Aber sehr langsam. Ah, ich bin es gewohnt, lieber so zu machen. Das ist einfach, geht einfach. Aber danke. Im Wohnzimmer. Okay, wir gehen ins Wohnzimmer. Was seid ihr denn hier alle für Pose? Scheinbar hat die ganze Welt Sims schon gespielt, nur ich nicht. Boah, das hätte mir gut, glaube ich, durch ein paar Phasen im Leben geholfen, dieses Spiel. Ich glaube, da kann man gut sich so ein bisschen verlieren. Das ist wie so Puzzeln, oder? So ein bisschen nebenher Fernseh gucken oder so Star Trek oder so. Ein bisschen Hörspiel oder so ein Scheiß oder Podcast und dann einfach hier so rumbauen. Aber ich würde, glaube ich, nie spielen. Ich glaube, ich würde immer nur bauen. Ich glaube, ich würde nicht das Spiel richtig spielen. Batterien und Pfandflaschen fehlen. Okay, jetzt, ihr habt es gesagt, im Wohnzimmer. Jetzt mal wieder konzentriert, Leute. Wir wollen ja mal ein bisschen Progress machen hier. Wohnzimmer. Haben wir, was habe ich gesucht? Konsolen. Hier, das ist sowas? Audio? Nee. Was meint ihr, was es ist? Das hier? Nee. Oh, jetzt geht der Beat hier ab. Beim Fernseher. Nee. Ist auch nix. Ist ja hier keine... Sorry. Nee, ich... Gibt wohl nichts. Würde gerne da bleiben, muss aber los, eine Wurst warm machen. Oh Mann, warum lese ich das vor? Was heißt das? Ist das so ein Euphemismus für Bumsen oder für aufs Klo gehen? Naja, hau rein auf jeden Fall. Kinderzimmer, okay, könnte auch sein. Gibt's Kinderzimmer? Ja. Nee. Okay, ja, wir hängen uns an den Details zu sehr auf. Wir haben jetzt eigentlich hier im Zimmer alles. Wir haben ein paar Sachen an den Wänden noch, die würde ich jetzt mal... Ich habe hier noch meine zwei Elgato-Lights, eins hier, dann habe ich hier die Kamera da, wo ich reinguck. Dann Bett stimmt aber. Wir haben das, wir haben... Hier habe ich noch einen Wäschekorb. Okay, Wäschehaufen. Sag mal, die Suche ist aber auch kacke. Ich habe noch nicht einmal jetzt was gefunden in der Suche, was ich brauche. Können wir hier aufs Zimmer. Und dann vielleicht irgendwie hier. So, auf die Dinge.
Tja, wo findet man Wäschehaufen? Wäschehaufen bräuchte Florentin, ja. Stimmt. Was sind das hier, so Deko-Objekte? Gibt es bei Dusche so Duschvorhänge? Ja, okay, kann man das über die... Nee, das passt aber auch nicht. Okay, vielleicht... Nee, das ist jetzt erstmal hier. Das stimmt. So, jetzt müssen wir den Flur noch machen. Ich habe hier so ein Dings. Da sind Platten drin. Das kommt ungefähr hin. Ja, tatsächlich. Weil, denkt dran, Leute, ne? Ich glaube, ich mache wirklich irgendwann die Roomtour. Ihr werdet, glaube ich, erstaunt sein. Und dann werdet ihr verstehen, warum ich hier so perfektionistisch bin. Weil ich fände es halt geil, wenn das so... Ich könnte jetzt zum Beispiel so eine Tour machen und dann Splits... Ich könnte ja... Also wenn man hier wirklich durchlaufen kann durch die Wohnung. Wie geil wäre das denn, wenn ich einmal sozusagen einmal so durch die Wohnung laufe, so ein bisschen wie bei diesen Videos bei ImmoScout, wenn du eine Wohnung suchst, wo die durch die Wohnung laufen, weißt du? Laufe ich in meiner Sims-Wohnung rum, dann versuche ich genau das gleiche mit meiner Kamera in meiner echten Wohnung und dann mache ich die Split-Bild. Ist das nicht absolut genial? Fände ich viel zu privat. Ja gut, der Zug ist abgefahren, ne? Da haben wir letztes Mal schon drüber geredet zum Ende der Folge und dann, jetzt ist halt YOLO, ne? Dein Sim kann sogar Streamer werden, wenn du einen PC hast. Okay, jetzt geh weiter hier. Hier habe ich einen Vorhang. Eigentlich habe ich genau sowas hier. Da kann man aber wo kann man das? Das ist halt genau, was ich hier habe, ne? Kann man das nicht drehen? Doch. Nee, warum kann er... Ach, der braucht eine Wand dafür, scheiße. Ich könnte natürlich hier cheaten, jetzt eine Mauer machen. Nee, und dann. Obwohl, warte mal. Ich bin ein verrückter Typ. Ich bin ein komplett verrückter Typ, Leute. Und jetzt mache ich das hier. Ist halt ein bisschen gecheatet, aber. Ja! Das ist ein bisschen gecheatet, aber so sieht das hier aus. Aber nee, die Wand ist ja trotzdem dann da. Kann ich jetzt einfach eine Tür machen? Also eine. Warte mal, wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich. Ja, das stimmt natürlich nicht. Eigentlich bräuchte ich jetzt hier... Jetzt müsste die Wand weg. Wisst ihr, was ich meine? Oder hier... Ich mache einfach hier eine Tür rein. So gottverdammt schlau, Leute. Wo sind nochmal Türen? Jetzt weiß ich nicht mehr, wo Türen sind. Da. Gibt es offene Tür sozusagen? Tür... Schmaler Pfosten. So. Schmaler Pfosten. Da ist auch so ein schmaler Pfosten. Ja, ich hab's verkackt hier mit der Wand, glaube ich, es war ein Fehler. Wieso kann ich das nicht an die Wand machen hier? Geht nicht. Geht an keine Wand. Doch, hier wird's gehen, aber irgendwie. Warum? Das passt doch da! Du brauchst den Cheat Move Objects. Weil die Vorhänge dran sind. Okay. Ja, oh Mann. Ja, wir lassen es jetzt einfach erstmal so. Ist doch scheißegal. Ist halt der Wand. Auf jeden Fall ist es richtig. Dann habe ich hier noch einen Schrank. Über den gleichen Schrank überall, aber der. Nee. Glaubt ihr, es gibt so Leute, die das mit Hotkeys spielen? Also wie so Speedgamer? BB Move Objects an, okay. Das muss man eingeben. BB Move Objects an. Wie heißt nochmal Steuerung Shift C? BB. Move Objects. Okay, steht sogar Cheat. Was heißt das jetzt? Jetzt kann ich, warte mal, kann ich jetzt dann den Fernseher auch da nach vorne machen? Nee, das geht auch nicht. Na gut. Was hat mir der jetzt gebracht? Der Cheat, verstehe ich nicht.
verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Hier der Kollege. Sims Speedrun ist ein Ding, was existiert, wirklich? Oh Gott. Ach, du meinst die Tür? Okay, warte mal, den Türbogen. Okay, let's go, let's go. I like the way you think, Chad. I like the way you think. I like the way you go about your business, bro. So. So, oder was? Ach, guck mal. Ja. Ja, wie geil seid ihr denn? Ist zwar nicht richtig, aber... Nee, dann nehme ich den anderen. Den hier wollte ich nehmen. Ja, geil. Aber jetzt, der andere muss weg. Warte mal. Kann man nicht zurück? Steuerung zurück? Und jetzt den. Ja, geilon, geilon, geil, 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 geilon, ja, geil. So, jetzt würde ich am liebsten den Cheat wieder ausmachen. Den brauche ich jetzt eigentlich nicht. Du hast einen hässlichen Pullover, Kollege. Geh mal golfen mit dem Pullover. Aber nicht hier rumhängen vor meinem Haus. Finde ich nicht gut. Okay, dann habe ich hier so ein Ding, wo ich meine Schuhe immer reinmache. Fernsehständer. Ist eher länglich. Nee. Die kleinen Klarinetten, ist geil. Ich finde nicht das, was ich... Naja, vielleicht schon, das ist so, ist was am ähnlichsten ist. Geh weg, Lampe, ich sehe nichts. So. Komm mal wieder hier. Nochmal. Sorry, ich werde da nie nicht drüber lachen, Leute. Zombie Panda, danke dir für den Prime Sub. Mega chillig, dass du jetzt Sims streamst. Echt mega entspannt. PS. Kannst noch Baby Yoda unter Deko in den Schrank stellen? Dann sind die Vibes real. Grogu, meinst du? Gibt's das echt? Hey, Johnny 3000, danke dir. Pumpomat hat auch noch einen Sub dagelassen. Vielen Dank, liebe Leute. Aber es ist ein von Zombie Panda, der Sub erinnert mich gerade auch dran, dass wir da. Ist ja ein Chill-Stream. Es ist ein bisschen weird, muss ich euch sagen. Weil wir sind jetzt 1100 Leute. Ich habe normalerweise nicht so viele Leute im Stream. Eher so 500 oder so, 600. Und ich war auch ein bisschen aufgeregt vor dem Stream heute, weil die erste Folge auf YouTube unerwarteterweise wirklich richtig gut ankam und viele Leute gemeint haben, mach das weiter und so. Jetzt komme ich erst so langsam in den Groove, weißt du? Man ist so ein bisschen, auch wenn so viele Zuschauer da sind, so ein klein bisschen im Abliefermodus, ne? Aber man darf sowas nicht forcieren. Man muss einfach das Spiel spielen. Das kommt dann von alleine. So. Ich teile gerne meine Gefühlswelten in dieser Form mit, Leute. Dann wisst ihr, woran ihr seid. Ist aber auch Freitag. Macht das keinen Unterschied zu den Zahlen? Nö, glaube ich nicht. Freitag war sonst immer eher schlecht bei mir, ehrlich gesagt. Scheiß drauf. Wir werden jetzt nicht mehr uns um die Zahlen kümmern. Ich wollte es nur kurz einmal ansprechen. So, jetzt haben wir hier die Küche. Ich merke gerade, ich habe eigentlich fast alles. Und hier mache ich immer mein Geschirr hin und so. Da habe ich den Schrank. Hey Leute, die Wohnung ist fertig. Was habe ich denn hier noch? Da habe ich meine Platten. Da ist so ein Staubsauger. Gibt's auch nicht. Sag mal, die Suche ist aber scheiße, muss ich mal sagen. Ich habe keine Spülmaschine, Leute. Ich muss tatsächlich immer die Scheiße selber spülen jeden Tag. Bakterium, danke dir für den Prime Sub. Herzlich willkommen. Unter Konsole unter Stuhl Entertainment. Was meinst du, Konsole? Stuhl? Naja, warte mal, da gibt's ja auch Sachen hier. Haben das Leute von euch gerade gleichzeitig offen? Nee, oder? Oder habt ihr das alles im Kopf? Fensterbehänge. Okay, wir machen ein paar Poster. Haben natürlich nicht so schöne Poster wie ich, aber naja. Dropdown-Menü. Ach so, okay. Was haben wir nochmal gesagt? Was haben wir denn gerade nochmal gesucht überhaupt? Habe ich vergessen. Was haben wir denn gesucht? Dino-Poster? Paula ist ein Dino-Fan auf jeden Fall. Elektronik, okay. Nee, das ist immer nur das. Das ist immer nur diese Scheiße. Wir haben nicht mehr als das. Das ist aber echt wenig. Ah, nee, hier sind doch Untermenüs. Ah,
Computer, hallo. Schon wieder den Teppich angefasst. Willst du mich verarschen? Wir haben einen Computer gefunden. Nice. Nice, geil. Wo ist denn jetzt normaler Rechner einfach? Gibt's nicht, war klar. Es gibt keinen Rechner, einen Tower-Rechner, Leute, come on. Was sind das? Fucking Rechner von 1984 oder was? Respektabler Mittelklasse-Desktop. Warte mal. Kann man den nicht. Kann ich den jetzt runterstellen? Hier wär der eigentlich. Aber da ist ja auch der Bildschirm mit dabei, das ist doch scheiße. Es gibt also keinen normalen Tower-Rechner. Wäschekorb. Komfort. Oberflächen. Ich hätte, glaube ich, immer hier sein sollen in dem Menü. Das ist viel geiler, weil da hier sehe ich immer. Guck mal gerade hier nach, ob ich hier irgendwas finde, was ich aber brauchen könnte. Lagerung. Vielleicht findet man hier einen Wäschekorb irgendwo. Was ist denn eigentlich das für ein Zeichen? Verschiedenes, okay. Ist voll schön, die Musik eigentlich. Sanitär und Heizung. Ohne Gitarre! Ich habe zwei Gitarren in der Wohnung. Ja, geil! Das fehlt noch, natürlich. Gibt's da Farben? Ich habe eine schwarze Fender hier. Ja, das ist wichtig. Das habe ich vergessen. Die liegt hier. Für wenn mal Mädels da sind. But I should have somehow realized what you gotta do. Wäschekorb muss hier hin, das ist das Letzte, was fehlt. Wo findet man Wäschekorb? Was glaubt ihr? Oh, nee, dieser Wäschekorb. A Korb for the Wäsch. A Korb where you put the Wäsch in. Oh ja, das habe ich natürlich. Oh, meine Handelbank! Meine Handelbank! Das ist ein kleiner Insider von Gäste ist die Geisterbahn. Aber es gibt keine Handelbank. Die habe ich immer noch, die Handelbank, ne? Das Ding ist, die Wohnung sieht ein bisschen schöner aus als meine Wohnung. Aber es ist so weird, wenn ich wirklich. Warte mal, wenn ich jetzt quasi in die Position gehe. Kann man die Kamera noch so machen? Nee, ne? Das wäre nach. Weil ich habe gerade überlegt, wo ich quasi meine Sicht. Das ist so abgefahren, Leute. Ihr müsst euch das vorstellen. Ich sehe gerade. Oh Mann, ich überlege gerade, ob ich die Webcam anmache, damit ihr seht, was ich sehe. Aber die ist nicht angestiftet. Warte mal kurz. Das ist zu witzig. Ich hab echt eine Idee. Aber nur den Winkel, da zeige ich nicht so viel. Aber das ist, glaube ich, super interessant mal zu sehen. Warte mal. Okay. Das ist jetzt wirklich. Jetzt geht's ab. So, warte mal. Warte. So. Und jetzt mal gucken. Okay, das ist jetzt wirklich. Ist jetzt eine abgefahrene Idee. Aber pass auf, ich mache jetzt Folgendes. Oh Mann, das ist so weird, aber ich mach's jetzt. Webcam. Warte, hier muss ich kurz einstellen. Jetzt hat er sie. Warte, aber ich mach mal Quelle. Seht ihr die? Ihr seht's ja schon, genau. Scheiße, okay, ich mach mal erstmal so, dass man nichts sieht. Und ich muss hier auf Benutzer definiert gehen, auf Auflösung 1920. Okay, und jetzt mache ich das ein bisschen kleiner. Und jetzt. Okay, und jetzt zeige ich euch den. Warte. Wie abgefahren ist das bitte? Guck mal. Das ist doch geil, oder nicht? Guck mal, das ist genau das Gleiche. Ja, ich habe eine Kerze an. Da ist die Gitarre. Guck mal. Da ist die Gitarre. Und da ist der Wäschekorb, den ich die ganze Zeit suche. Ist das nicht geil, wenn man den Vergleich hat? Und da ist auch die Lampe. Ey, das hab ich schon gut getroffen, oder nicht? Warte mal, ich gehe noch ein bisschen rein in die Wohnung. Geh mal her. So. Und jetzt nochmal raus. Und jetzt nochmal an die Webcam. Und dann. Warte mal.
Jetzt seht ihr auch, warum ich die ganze Zeit immer so penibel bin mit den Sachen, weil ich will das so genau wie möglich machen. Na gut, okay. Ich geb's zu, ich bin gerade ein bisschen, ich bin gerade ein bisschen stolz über die kleine Idee. Ist nicht, das ist nicht, nicht so krass, aber es ist schon irgendwie ein bisschen, war eine gute kleine Idee, finde ich gerade jetzt mit der Webcam. Okay, weiter geht's. Wo sind wir hier? Nee, falsche. Okay, nochmal rein ins Spiel. Jetzt kommt gleich wieder, keine Sorge. Und ihr kommt genau richtig. Ich habe schon wieder. Komm, OBS. Ja, ich habe schon wieder den Teppich angefasst. Jetzt musst du das Bild noch hinter die Gitarre stellen. Eigentlich schon. Wo waren nochmal Poster? Ich komme immer so ein bisschen raus. Wo, hier, genau. Und jetzt. Deko, ne? Speichern zwischendurch. Machen wir gleich. Weidenwäschekorb. Okay. Jetzt geht natürlich hier die Anteilnahme richtig ab. Gibt es ein Plakat, was so ein bisschen pink ist? Oder ein Bild oder so. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Andy Warhol. Aber ich kann es nicht auswählen, okay. Warum nicht? Nee. Ja, da müssen wir jetzt einen Platzhalter suchen. Weil das Plakat gibt's halt nicht hier. Schwierig. Vielleicht. Nee. Ich habe auf jeden Fall hier so einen kleinen, ein einzelnes. Weißes eigentlich. Hier so. Aber nicht so ein scheiß Elefanten. Mausrad halten, um dich umzusehen. Ja, so halt. Das kann ich schon. Nee, das habe ich schon gemacht. Also ich habe, glaube ich, das eine Plakat hat mir gut gefallen. Das ist einfach so, komm, so als quasi Hommage, dass wir gerade Sims spielen. Jetzt, ich brauche den Wäschekorb hier schnell. Weiden, hat jemand gesagt Weidenwäschekorb? Rechteckiger Weidenwäschekorb. Ja, geil, wer hat das gesagt? Hammer, irgendjemand im Chat. Ja, der ist eigentlich ein bisschen brauner. Aber so passt. Nimm mal mit Alt. Ich mach den mal mit Alt so ein bisschen so. Es ist so geil, ey. Das ist unglaublich. Dieses Spiel macht mich fertig. Mit Alt noch mal ein bisschen so schieben hier. Hier habe ich noch so eine kleine Lampe drauf. Wo sind hier Lampen jetzt? Beleuchtung. Solche Lampen, genau. Eine kleine, so eine Kugellampe habe ich da drauf, aber das gibt es hier wahrscheinlich nicht, ne? Ne, hier. Da. Sieht man das? So eine. Hey, irgendwann, pass mal auf, irgendwann, wenn ich aus irgendeinem Grund mit mega viel Glück und völlig unverdient so ein richtig bekannter Streamer werde, mit so richtig so 10.000 Zuschauern, dann gibt es hier irgendwann in meiner Wohnung so Führungen wegen diesem Let's Play. Dann muss man so Eintritt zahlen, dann laufe ich hier so rum. Ja, guck mal, das ist die Lampe, ne? Wisst ihr noch damals bei der Lampe? ja, habe ich mir jetzt die gekauft, die es bei Sims gibt, ne? Weil die gab es ja bei Sims nicht, die eine Lampe. Sowas halt. Ja, ich habe gerade mittendrin gemerkt, dass es nicht wirklich witzig ist, aber dann habe ich aber weitergemacht, weil YOLO. Hier hätte ich gerne die Playse 5. Ja. Oh, war der eklig. Richtig eklig war der, aber naja. Was willst du machen? Hab halt eine. Und ihr nicht. Jo. Nee. Okay, also ich glaube, Wohnung steht tatsächlich, Leute. Wir können jetzt, glaube ich, mit einem. Ich würde sagen, wir machen heute auf jeden Fall mindestens einen Fantasieraum. Ich guck nochmal ganz kurz. Kühlschrank. Oh, hier ist noch eine Gitarre. Eine Gitarre in der Küche. Gitarre in Kreativ, genau. Eigentlich ist sie schwarz. Na, scheiße. Ah, doch, es gibt schwarz. Ja, geil, perfekt. Aber ein bisschen größer, oder? Warum sind die so klein, die Gitarre? Ja, aber okay, das ist ein Cello. Die habe ich hier immer in der Ecke stehen. Genau, so eingedreht so ein bisschen. Ja, aber. So. Spielkonsole bei Elektronik, okay. Tom Twitches! Danke dir für 2 Monate.
8 insgesamt. Weiter so, Donny, immer weiter. Wie immer grüße ich meine Frau Wilma, die hier auch komplett, die auch hier wieder mitguckt. Und unsere 6 Tage alte Tochter. Keep on going, Donny. Alter, wie schön ist das denn? Hallo, Wilma. Chat sagt jetzt auch Hallo, Wilma. Habe ich jetzt beschlossen. So. Robin Hose Awesome. Vielen Dank auch an dich für den für 6 Monate Prime. Mario M, 13 Monate Prime. Sims à la Bim. Habe ich jetzt nicht so Lust zu gucken. Aber ihr wisst, dass ihr jeden Monat als Prime-Kunde einen Sub kostenlos vergeben könnte. Der Donny ist ein guter, dem könnte man doch mal viele Abos dalassen. Hat Mario M geschrieben, nicht meine Worte. Aber warum magst du keine Sims? Bleib doch hier. Und es gibt einen Sub, Leute. Ich will euch den, dafür nehme ich mir die Zeit raus. Es kam ein Sub schon zum 7. Monat im Hintergrund von Coach Stulle McSackschweiß. Vielen Dank für deinen Support, Coach Stulle McSackschweiß. Bakterium hat auch einen Prime-Sub da gelassen. Danke. Felix, auch Prime-Sub kam gerade rein. Vielen Dank. Lumpenhund 82. Leute, ihr seid verrückt. So. Jetzt weiter hier mal. Okay, speichern müssen wir mal auf jeden Fall. Tom sagt, ich danke euch für die Glückwünsche und Wilma lacht sehr. Na, so sieht's aus. Wo ist denn Wilma her? Wilma ist ein, ist nicht gerade ein deutscher Name, oder? Aus der Steinzeit kommt die, oder? Komm, kleiner Feuerstein. Ah, okay, ich glaube, die kriegt ihr ganzes Leben lang wahrscheinlich Fred Feuerstein-Jokes mit auf dem Weg und müssen wir jetzt nicht nachher noch mit reinmachen. So, warte mal, ich muss gerade überlegen, wenn ich hier reinkomme, meine Wohnung, ziehe ich meine Schuhe aus. Das hier stimmt nicht, die Länge. Ja, irgendwie. Aber ich glaube tatsächlich, Leute, die Wohnung steht. Das ist jetzt alles, was ich eigentlich. Ich habe hier noch ein paar Sachen an der Wand. Ja, komm, dann machen wir einfach Platzhalter hier jetzt tatsächlich einfach mal. Damit wir wenigstens was an der Wand haben. Sorry. Wo war nochmal. Deko, ne? Da mache ich jetzt einfach ein bisschen. Ah, doch, die passt. Ja, das passt eigentlich fürs Wohnzimmer. Weil das, wenn man so. Jetzt komme ich wieder nicht da. Wie geht das nochmal? WASD? So. Hier, das passt. Das ist zwar nicht dieses grüne Ding, aber. Man checkt schon. Ach so, ich habe ja noch das Gäste des Geisterbahn-Plakat hier oben. Warte mal, das kriegen wir da auch irgendwie gefaked, oder? Ich würde gerne die Kamera so eindrehen können, dass man so ein bisschen. Crazy Timmy, danke für den Sub. Für den Gifted Sub an Paule. Okay, warte mal, warte mal. Wir brauchen jetzt nur was etwas Rötliches, weil. Na? Gäste des Geisterbahn, was finden wir denn da? Was finden wir denn da, was ähnlich ist? Vielleicht einfach so, ne? Nee. Nee, es muss schon A3 sein, so. Ach, ich kann ja. Aber nee. Das ist doch er, oder? Was ist denn das, so ein russisches? Oder ist das die Sim-Schrift, die Fantasie-Schrift? Die sieht so ein bisschen kyrillisch aus. Aber die sind am ehesten, die hier, oder? Die Plakate, die man hier so sieht. Ich würde sagen, wir machen den hier. Und einmal, nee, so. Und dann mit alt. So. Und wir müssen jetzt noch die kleine Lampe hier machen, die auf dem Tisch liegt. Ja, nimm einfach so eine, komm. Aber kleiner noch. Ja, das passt schon. Prophecy 666, vielen Dank für 9 Monate. Bin endlich mal wieder live dabei. Weiter so, Donny. Ey, danke dir, Mann. Machen wir. Das Ding stört mich noch, aber das muss ich jetzt erstmal von mir. Also hier habe ich jetzt, ja, hier sitze ich gerade. Fernseher. Oh nein, nicht. Ja, okay. Ba-ba-ba, Konsole. Gibt's nicht. Hat auch, gerade hat jemand gesagt, Konsole gibt's, aber das hatten wir schon mal, wir haben schon mal geguckt. Es gibt keine Konsolen. Ich guck einmal zur Sicherheit nochmal. Deko.
Apparate vielleicht? Nee. Oh, meine Kaffeemaschine kann ich noch machen. Ich habe so eine normale auf dem Kühlschrank drauf immer. Hier, auf dem Kühlschrank drauf habe ich meine Kaffeemaschine. Glaubst du, wir kriegen das hin? Glaubst du, mit wem rede ich denn? Nee, da kann man nichts draufstellen. Möchtest du nicht mal deinen Sim losziehen? Ja, gleich. Das ist ja der große Moment. Aber ich will vorher noch die Wohnung so weit haben, dass ich sage, die ist ready. Und ich glaube, der Moment ist gekommen, Freunde. Ich glaube, der große Moment ist gekommen, dass wir einziehen. Oh mein Gott. Haben wir alles vorbereitet? Ist das Klo normal groß? Ich gehe einmal nochmal durch. Wir haben hier, ne? Ja. Wir haben alles, was man braucht als Sim. Ein Spiegel. Mülleimer. Ah, sehr gut. Dankeschön, Leute. Ist nicht, ist, weißt du, das ist hier, das ist nicht ich alleine, das ist, wir sind zusammen hier. Aber ich würde das gerne mit Alt verschieben, dann kann ich hier noch ein bisschen mehr Platz machen. Sehr gut, sehr, sehr gut. So weit wie geht. Damit wir hier den Mülleimer hinmachen können. Da ist er nämlich. Können wir mal. Dreh mal ein. Oh, was ist mit der Wand scheiße? Aber ich brauche irgendwie, falls sich wer gerade fragt, warum ich die Wände nicht immer wegmache, ich brauche die irgendwie. Aber hier in dem Fall kann ich es tatsächlich mal wegmachen. Hier ist der Mülleimer bei mir. Mülleimer wird er wohl finden, oder? Einfach Mülleimer. Kann er nicht einfach... Okay. Ja, so einen habe ich. In schwarz. Okay. Zwar mit Deckel eigentlich, aber egal. Dann kann man den noch so ein bisschen so. Sehr gut. Mülleimer, dann. Rauchmelder habe ich auch. Ach so, jetzt redet ihr schon so im Sinne von, das ist wichtig, damit man auch das Spiel überlebt und so. Weil es sonst brennt oder so. Ist es dann so? Rauchmelder habe ich tatsächlich. Das ist für Berliner Altbauwohnungen übrigens gar nicht so Standard, sage ich euch. Kleine Spitze, wenn ich mir diese kleine Spitze erlauben darf. Aber wir haben sie an der Decke, geht das hier nicht? Darf ich mal sagen, Leute, weil sonst mache ich mir die Mühe umsonst. Sonst mache ich es einfach an die Wand. Weil dann geht's ja wohl nicht. Hast du schon einen PC? Ja, aber nicht den PC, den ich haben will. Rauchmelder ist muss. Aber wieso kann man keinen an die Decke machen? Rauchmelder sind doch immer an der Decke. Okay. Scheinbar an der Wand. Da muss ich jetzt wieder die Wand anmachen, oder was? Okay, gut. Ja, dann mache ich es einfach so hoch wie möglich, weil ich habe einen hier und einen in dem Zimmer hier. Ja, machen wir mal eine andere Wand hier so. Eigentlich hier so. Ja, komm. Scheiß drauf. Ich glaube, ich habe in der Küche keinen. Ne, ich habe hier einen. Und da, ja, das reicht bei so kleineren Wohnungen. Muss eigentlich in die Küche. Ja, ich habe auch das Gefühl, ich muss in die Küche machen, weil... Ja, machen wir so, komm. Das Geile ist, wenn man ja wirklich eine Wohnung nachbaut, die es in echt gibt, dann... Und wirklich an alles denkt, dann hat man ja theoretisch noch alles. Also... Was man zum Überleben braucht, oder? Ich glaube, wir können starten, oder? Was meint ihr? Sollen wir... Jetzt brauche ich einen PC. Achso, man braucht einen PC einfach so generell, meint ihr, für unseren Sim. Ja, okay. Dann lege ich den unter den Tisch. Ach komm. Also die Suche ist auf jeden Fall scheiße. Die ist nicht wie Google. Du musst da schon immer genau das eingeben. So, kann man den unter den Tisch legen? Ich leg den einfach... Komm, ich mach einfach hier. Das ist einfach meine Streaming-Zentrale. So. Sieht doch ganz gut aus, oder? Ich brauche ein Dach. Wer braucht schon ein Dach? Okay, wo geht Dächer? Wir sind fast fertig, Leute, mit dem... Ah, hier. Ja, mach halt einfach ein Dach jetzt hier. Ich will eigentlich noch ein Stockwerk machen vielleicht nachher noch. Aber ich mache erstmal ein Dach, meint ihr, oder was? Ja, so passt doch. Hä, und jetzt? Was ist das denn? Ist es jetzt das Dach? Ist jetzt fertig, oder? Ich habe jetzt ein Dach. Sieht voll geil aus. Wir haben wie so ein Gropius-Bau, Alter. Ist voll so Berlin-Mitte-Style, Alter. Ihr könnt übrigens, wenn wir gerade schon so viele sind, ihr könnt übrigens auf Discord joinen, wenn ihr wollt, wenn ihr mögt. Das ist eine Chat-Plattform sozusagen, Mischung aus Forum und Chat, wo sich die Community trifft und austauscht. Da haben sich schon viele Leute quasi gefunden, viele Freundschaften schon tatsächlich gebildet. Ich bin da auch manchmal drin. Da sind die Mods drin, es gibt verschiedene Channels.
Ist witzig da und nette Leute. Also wenn ihr Bock habt, kommt da vorbei. Einfach im Chat Ausrufezeichen Discord eingeben. Dann habt ihr da eine Adresse. Dann könnt ihr draufklicken. Es geht auch mit dem Browser. Aber ihr braucht halt einen Discord-Account, ne? Wenn ihr das nicht kennt, müsst ihr euch da reinfuchsen, falls ihr Bock habt. So, jetzt sehe ich aber gerade, hier ist Tohu Wabohu im Chat. Weil ich irgendwas mit dem Dach verkackt habe, ne? Ich mache nochmal eins zurück. Das gefällt mir auch nicht, wie die Kamera sich jetzt hier so komisch verhält. Nee, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich, glaube ich... Okay, ich brauche Hilfe. Warum sehe ich jetzt... Was ist das jetzt hier? Warum... Okay, aber kann ich das nicht mehr ausblenden? Jetzt das Dach. Ich habe keine Fenster. Doch, ich habe Fenster hier. Guck. Ich habe die Fenster, die ich in echt auch habe. Ups. Okay, Freunde, ich brauche Hilfe. Ich bin gerade etwas verloren mit diesem Dach. Ich weiß nicht mal, und die Kamera geht auch mal so komisch hoch jetzt. Rare God 82, danke für 5 Monate. Vielen lieben Dank an dich für den Support und auch an Christoph. 3 Monate. Nee, Discord mit O. Außenfassade. Du bist im ersten OG. Ach so, deswegen geht die Kamera hoch. Okay, danke, Steffi. Wie geht aber. Kann ich das wieder rückgängig machen? Ich will jetzt nicht mehr sehen. Ich komme nicht mehr zurück, wie ich es hatte gerade. Ich kann die Wand nicht mehr ausblenden und so. Ich brauche Hilfe. I don't know what to do. Jetzt bin ich wieder unten, oder? Oh, ich brauche Hilfe. Ich. Bild unten. Oben rechts der Pfeil runter. Ah! Ah, geil. Ihr seid der Hammer. Aber ich habe jetzt ein Dach, ne? Ja, passt doch jetzt. Ich glaube, wir können anfangen. Außenfassade, ist das wichtig? Machen wir trotzdem. Komm, wir machen. Da machen wir irgendeinen Scheiß jetzt. Das ist gut. Aber was ist. Ist das auch Außenfassade? Farbige Punkte. Ist wichtig. Ich würde auch Sims spielen, ja. Das ist auch eine Nachricht, die ich echt oft bekommen habe in den letzten paar Tagen, seitdem es abgeloadet war, dass mir viele Leute auf Instagram schreiben, dass sie jetzt auch Sims wieder angefangen haben. Finde ich irgendwie cool. Was machen wir denn hier? Ist es egal? Oder hat das was mit meinem... Das sieht doch geil aus hier. Ja, geil, Alter. Wie so Harald Glöckler-Style so. Hier wohnt der Prinz. Kann man wahrscheinlich auch mit Shift machen, ne, wieder. Ja. Bin schlau. Bin ein schlauer Schlaumann. Schlaumann, Schlaumi, Schlau. Schlaumi, 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 Mann. Okay, ich würde sagen. Hey, hier ist auch noch. Okay, Leute. Ich glaube, wir können jetzt starten. Guck dich das mal an. Das sieht doch geil aus. Weg vor dem Haus. Braucht man einen Weg? Okay. Kriegen wir hin. Guck mal, wir haben auch einen coolen Eingang hier direkt. Da können wir direkt hier mal die Torte uns reinfahren gleich. So, dann machen wir... Wie ist das hier? Wo macht man Wege? Was ist das hier? Ein Stück Seife? Ah, hier unten, okay. Krass, wir haben jetzt schon 1,5 Stunden gestreamt. Ich hab gedacht, wir haben jetzt erst vielleicht 40 Minuten oder so. Okay, Leute, ihr müsst mir helfen mit dem Weg. Ich weiß nicht, wo Wege gehen. Links in den Haus auf dem Boden. Aber da ist nichts hier mehr. Da Geländetools oder was? Okay. Hier ein bisschen... Ja. Fußböden. Was hier? Nee. Bin wieder blind. Neben der Tapete. Das hier. Ah, Bodenmuster. Okay, got it. Got it. Got it, got it. Das ist ein Weg hier. Ja, das sieht auch scheiße aus. Mal ein bisschen Asphalt, oder? Wieso kann ich nicht direkt zur Tür machen? Was soll das? Das ist ein Scheißeingang, ey. Was ist das denn für ein Scheiß? Ey, eigentlich müsste es so sein, wir machen einfach extra so völlig unnötig noch so einen Weg. Wenn man so einen dummen Weg gehen muss. Und wie, das, die anderen mache ich hier weg. Wie geht das weg? Wie machen wir dann quasi was wieder weg? Das habe ich jetzt vergessen. Ja, wir machen aber so. Okay.
Wir haben ja Kohle ohne Ende. Warte, wir machen so. Warte, ich hab die Idee. Oh, jetzt wird's langsam albern, aber gut. Ich glaube, ihr ahnt schon, was ich machen will. Also maximal einfach unnötig. Laufen die dann auch diesen Weg ab, die Sims? Sind die dann so dumm? Und laufen immer diesen Weg zu mir? Und dann Hecken drum, ja klar. Also weiß ja wohl, ist ja wohl klar. Wir machen das hier so richtig Willy Wonka-mäßig. Aber Hecken, gibt's hier Hecken? Hohe Hecke mit Blüten, hohe Heckenreihe. Ah, hier. Aber kann ich den hier nicht bauen? Muss an einem... Ach, das ist für Räume. Wieso sind die Hecken für Räume? Zaun, okay. Aber das ist nicht für drinnen, das ist alles für draußen. Hier sowas? Nee. Ah, hier. Das geht alles nicht. Ich kann hier nichts von den Sachen machen. Guck mal, wisst ihr, was ich meine? Ich kann nirgendwo was... Drück mal das... Nee, drück mal das oberste Symbol bei Zäunen. Ah. Ah, okay. Kann nicht außerhalb des Grundstücks platziert werden. Hallo, ich bin ja wohl in meinem Grundstück hier, du Arschloch. Hä, wir sind doch in meinem Grundstück. Gefällt mir eh nicht, egal. Wo sind die Hecken? So, ja, jetzt, now we're talking, Mann. Ich will nicht, dass die Leute mich sehen können. Jetzt müssen die echt diesen Weg abgehen. Geil. Das sieht ganz cool aus, wenn ich jetzt so überlege. Mal den einen, den nehmen wir falsch. Nee. Ich hätte gerne Steuerung, dass man Steuerung drückt, halt entfernen. Wir machen diese kleine Kurve extra noch. Ja, warum nicht? Nee. So. Warum kann ich nicht bis dahin bauen? Was ist das? Was soll das? Ja, fuck, das ist irgendwie komisch. Naja, auf jeden Fall erstmal von allen anderen auch hier so ab. Ne, wir machen das so, ich mache hier noch so einen kleinen, damit ich hier so rumgehen kann um mein eigenes Haus. Achso, das Grundstück geht einfach nur bis da, okay. Das ist aber safe, das ist ja auch klar, oder? Wir wollen doch nicht, dass die Arschlöcher hier uns... Aber wie mache ich denn das jetzt, dass hier ein Eingang ist? Wie ist denn definiert ein Eingang sozusagen vom Grundstück? Da muss ich die jetzt wegmachen. Wie macht man Bulldozer so, oder? Okay. Nee, wie macht man Sachen weg? Gelände planieren. Ach so! Guck mal. Ah. So, schönes Wetter heute. Oh, das sah gerade aus. Habt ihr gesehen, wie das gerade aussah? Oh, Vorsicht. Ich will nicht hier... Die gehen halt den besten Weg zu ihrem Ziel. Okay, gut. Aber ich hätte gerne hier, was ich gerade machen will, was ich gerade nicht check. Ich will das hier wieder wegmachen. Achso, es geht ja so. Okay, ja. Jetzt habe ich es wieder. Mann, eigentlich. Ja, komm. Wir wollen mal nicht übertreiben. Machen wir so. Das ist der Eingang. Nehmen wir mal hier den Boden noch. Geil. Komm, scheiß drauf. Jetzt habe ich irgendwie doch Bock, dass es einfach schön aussieht. Bis dahin machen wir erstmal. Wo ist die Hecke nochmal? Wo sind nochmal die Hecken? Ach, scheiße, ich vergesse immer Zaun. Das ist doch wunderschön, oder? Guck mal, ist so ein schöner Eingang hier. Kann man hier nochmal rein? Ja, noch ein bisschen. Kann man auch mit Shift eigentlich? Nee. Ah, oh, das ist doch schön, oder nicht? Hintertür? Kann man Analverkehr mit den Sims machen? Oh.
Okay. Guck mal, wie ich da stehe, ey. Schon richtig geil auf mein Haus, Alter. Geiler Donny, Alter! Ey, komm mal, jetzt mal ehrlich, jetzt von dem Winkel, das sieht schon echt aus wie ich jetzt, oder? Jetzt mal ohne Witz. Der Winkel, der passt voll. Fällt mir gerade wieder auf. Und ja, meine Haare wachsen ja auch wieder nach, Leute, ne? Ich finde, sieht schon ein bisschen aus wie ich, ey. Krass. Okay. Ja, der Wichser muss mal weg hier, der gefällt mir nicht, ja. Der macht mir hier mal Revierstreit. Mit dem freue ich mich nicht an. Mit dem gibt's Ärger. Ey Leute, wir haben doch jetzt den. Wir können doch jetzt starten, oder nicht? Ist jetzt der große Moment gekommen? Let's go, oder? Okay. Was macht man jetzt? Live-Modus. Okay! Wie genug, gar kein Lager? Oh, was habe ich? Worauf habe ich Bock? Was heißt das? Worauf habe ich. Oh, ja. Oh, er geht rein! Ah. Kann man irgendwie die Wände so? Dass ich, okay. Aber was mache ich? Okay. Was macht er als erstes? Wie ich? Das bin ich! Das bin ich in meiner Wohnung einfach. Das mache ich auch immer. Das ist das Erste, was ich mache. Ja, geil! Bares für Rares oder so. Was ist das? Was fehlt ihm? Was ist das Grüne? Was ist das Grüne? Essen? Hat er Hunger? Hey, das bin ich einfach. Skillanstieg, okay. Kann ich ihm jetzt irgendwas Gutes tun? Das bin ich! Das bin ich jeden Abend! Und ich mache noch Insta-Stories und mache so Imitationen vom Fernseher, aber eigentlich im Grunde genommen bin ich das. Ich meine, wer meinen Instagram-Account kennt, kennt genau diese Kommode und kennt genau diesen Winkel, weil wir müssen noch die Wände anmachen. Das ist ja Wahnsinn! Ich komme nicht klar. Und er guckt auch Late Night hier. Schön. Jimmy Kimmel oder so? Du bist ein Guter. Komm, dir gib mir mal einen geilen Energiesaft. Ja, dann in dir. Was passiert, wenn ich jetzt das Licht ausmache? Kann ich dem jetzt... Ich würde den Fernseher nicht ausmachen, okay, aber... Oh Mann! Das bin ich besoffen. Schön Pandemie, also die Flasche Wein war dann doch leer. Und jetzt mal schön in Richtung Wand gedreht, mal ein paar Akkorde hier, mal schön nochmal die Queens of the Stone Age nochmal ein bisschen versuchen. Aber warum drehst du dich nicht? Das ist ja Wahnsinn, Freunde. Kann ich jetzt hier Sachen machen? Gehen wir mal eine Runde streamen, oder? Besoffen streamen. Witze schreiben, ja klar. Ey, ich komme nicht klar. Aber warum macht er jetzt nicht Witze schreiben? Der hat einen eigenen Willen, oder was? Kann der jetzt selber jetzt die ganze Zeit spielen? Und ich kann das dem jetzt nicht ab. Mit DLC kann man übrigens Streamer werden und im Spiel streamen. Wow, also like, das ist so ein bisschen wie dieses so, wie heißt das nochmal? Pimp My Car. Ey, yo, we put a stream in your stream, so you can stream when you're streaming your stream while you're streaming your stream. Mit diesem Meme mit, wie heißt der nochmal? Wie heißt der Rapper nochmal jetzt? Vergiss es wieder, scheiße. Jetzt hab ich das. Hätte ich das noch direkt gewusst, dann wäre es geiler gewesen. Exhibit, genau. Okay, wie breche ich jetzt ab? Das ist jetzt genug geübt.
Oh, guck mal, Tagesaufgabe Gemälde anfertigen, nicht begonnen. Unten links. Okay. Ja, ist genug. Mach schön hin. Jetzt geh mal hier ein bisschen Witze schreiben. Ja? Die Redaktion wartet schon. Du musst ja jetzt ein paar geile Gags machen. Twitter ist schon richtig trocken, Alter. Twitter ist auf dem Trockenen, Donny. Geh jetzt Witze schreiben. Der macht's nicht. Der hat seinen eigenen Willen. Warum hast du so ein... Du sollst jetzt Witze schreiben. Twitter ist... Donny. Ohne dich ist Twitter nix. Jetzt hör auf, die Wand anzustarren. Zieh dir eine Hose an und geh jetzt mal hier hin. Witze schreiben. Die Objekte sind vielleicht komisch platziert. Hm. Ja gut, aber dann mache ich es wie im echten Leben auch. Geh einfach Fernsehen. Es ist so 1:1 mein Leben. Ein Tweet abgesendet, bisschen Stream vorbereitet, eine E-Mail geschrieben. Ach, weißt du was? Ich glaube, jetzt habe ich es mir auch wieder verdient, mal wieder hinzusetzen. Ja, mach doch an die Glotze, Alter. Kanal schauen. Comedy-Kanal, ja. Dann klauen wir halt ein paar Witze, ist auch okay. Snurkenbürken. Snurkenbürken-Nake. 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 Finde ich das witzig? Oh! Hey! Was bedeutet das? Hartmut Tira nehmen. Danke für den Prime Sub, mein Freund. Was bedeutet. Da stand gerade so ein Couch-Symbol. Jetzt ist es. Warum ist jetzt das gelb? Ich habe auch nur eine durchschnittliche Laune. Am besten. Die besten Möglichkeiten, um die Karriereleistung zu verbessern, sind gut gelaunt zur Arbeit gehen, Tagesaufgabe. Ich habe keine Arbeit, ich habe keinen Job, ich bin Streamer. Die eine Wand im Schlafzimmer hat keine Tapete, okay. Wo? Da ist aber einer, hat's aber einer, ganz genau. Ach doch, stimmt. Naja, scheiß drauf, oder? Ist das so wichtig? Oh! Ah! Oh, jetzt wird's privat. Wird das dann gepixelt? Was passiert? Das ist so weird, weil das... Ey Leute, ich schwör's euch, das ist so weird zu gucken, wenn das die eigene Wohnung ist. Weil das bin ich. Das genauso gehe ich auch aufs Klo. Ich spüle nicht. Hände waschen tue ich auch nicht. Aber... Und jetzt, ja genau, und jetzt einfach in den Spiegel gucken und über seine eigene Existenz nachdenken und über die Leere der Welt. Ja komm, gönn dir Donny, guck's dir einfach an. Guck dir einfach ganz tief in die Augen und zweifel an dir selber. Lass nochmal schön die Unsicherheiten durch dich durchfließen. Denk nochmal an peinliche Ereignisse von vor 5 Jahren, wo du einen Fehler gemacht hast. Saug es in dich auf. Guck dir ganz tief in die Augen. Und dann mach dir eine Pizza. Pizza. Ich will Pizza essen. Ja komm, Grillkäse ist auch geil. Einzelportion, Familiengröße, Partygröße. Lell? Familiengröße natürlich. Ich bin verspielt drauf, ja? Komm, wir flirten mal jetzt. Wir gehen mal nach... Wir brauchen... Die eine Wand im Wohnzimmer hat keine Tapete. Ja, aber wie kann ich das jetzt bauen? Ich mach mir jetzt erstmal einen Käse, Alter. Ach, dieses ohne Hose. Das ist einfach so ich. Es ist weird, auf eine weirde Art und Weise wird mir meine eigene Existenz irgendwie so ein bisschen, merkt man so wie, oh nein, oh Mensch, Donny, pass doch auf. Aber ist noch gut, komm. 2-Sekunden-Regel. Schmusi-Susi, danke dir für den Zap. 7 Monate schon. Das Beste an 2120, die süßen Dorangis hier. Liebe geht raus. Oh, das ist aber lieb. Ich würde mich nicht hinsetzen hier. Nee. Ich würde das mitnehmen, rüber und glotzen. Ich sitze nie eigentlich da in meiner Küche. Der Tisch ist einfach nur komplett, ja, das ist einfach nur ein Placebo. Hör mal. Hey, das ist so weird. Wir brauchen noch ein gutes Thumbnail für die Folge nachher, wenn ich fertig bin, muss ich mich dran erinnern. Das finde ich ganz gut hier.
auch, wie der guckt. Warte, ich muss mir das selber kurz schicken. Das ist ein gutes Thumbnail. Nochmal rein. Komm. Ja. Okay. Ich will jetzt mal flirten. Kann ich mal rausgehen? Aber weißt du was? Ich gehe joggen. Was passiert dann, wenn die joggen gehen? Okay, jetzt haben mir 1 Milliarde Leute gesagt, ihr trollt mich mit der Tapete im Wohnzimmer, ne? Ist das, jetzt mal aber kurz ernsthaft gefragt, ist das wichtig? Muss ich das ranmachen? Hat das was für sein Wohlbefinden zu tun? Weil sonst scheiße ich da drauf. Muss ich wieder ins Baumodus? Okay. So viel Zeit muss sein, Freunde. Wir gehen jetzt kurz die Wand tapezieren. Welches hatte ich nochmal? Das hier, ne? Nee. So, Shift. So. Zufrieden? Ihr kleinen Tapetenfreunde, ihr kleinen Tapetenschweine? Oh, warte mal, wenn ich schon dabei bin, in der Küche, im Bad ist ein Fliesen eigentlich. Wo finde ich den Fliesen? Das ist Putz. Fliesen. Badewannenblues, aber gibt's da andere Farben? Einfach nur Standard Fliesen. Oder ist es einfach vielleicht egal? Ist erstmal egal, glaube ich. So, Save Game habe ich gerade gelesen, sehr gut. Bitte heilen, jawohl. Okay, weiter geht's. Ich will mal jetzt joggen, das wird mir die ganze Zeit vorgeschlagen. Würde ich nie machen. Was, zieht er sich jetzt um zum Joggen oder jogge ich jetzt mit dem Outfit? Nee, okay, er geht jetzt. Ah, okay, Baby. Können wir den irgendwie verfolgen, dass es automatisch verfolgt? Oh, jetzt Haus weg, Haus um. Und dann so weiter rennen. Ha, fick dich, ist mein Haus. Hä, warum läufst du da nicht weiter am Fluss? Okay, was kann man jetzt hier so machen? Kann man sich hier noch so umsehen? Ich habe mein... Lukas Fingerhut, danke dir für den Sub. Herzlich willkommen im Channel. Was kann ich hier noch so machen? Ich habe ein Handy, ne? Soziale, okay, das muss ich natürlich, das mache ich natürlich auch ständig. Aber jetzt ist nichts passiert. Ach so, da müsste ich mir eigentlich so einen Bot schreiben, der das alle 5 Sekunden macht. Zur Simstagram-Story hinzufügen. Was denn aber? Verstehe ich gerade nicht. Urkomische Vorstellung, weil Fernseh geschaut hat. Du musst unten auf dich raufklicken, unten links auf den großen Donny. Den hier? Nee. Verstehe ich nicht. Ich verstehe viel nicht. Was ist das hier? Achso, das sind die Aufgaben, die ich mir erteilt habe. Okay. Ich kann da nicht draufklicken. Doppelklick. Energie geladen. Doppelklick geht auch nicht. Alles gut. Muss ich nicht entschuldigen. Ist auch okay. Rechts unten Bedürfnisse einblenden. Beziehungen, Fähigkeiten, Bedürfnisse. Das Grün ist gut. Das heißt, ich brauche keinen Spaß und ich brauche kein Klo, ne? Lea mit Thea. Hallo, danke dir für den Sub. Na, guck mal, kann ich die jetzt mal anflirten hier? Oh, ist die schwanger? Nee. Grob vorstellen, ja. Oh oh, jetzt wird's awkward. Oh oh. Zieh eine Hose an. Nicht durch die Hecke. What? Die ist schwanger, oder? Warum erzählst du ihr über Krabben, du Depp? Was bist du denn für ein Idiot? Die war voll nett und du fängst an mit über Krabben zu reden? Jetzt machst du die fucking den Abwasch? Kein Wunder, dass du keine Freunde hast. Und jetzt isst dein scheiß Grill. Gericht, komm, nimm mal einen kleinen Bissen. Gut.
Wir müssen ja jetzt noch unsere. Oh, hier, was ist mit der? Will die mich haben? Lustig vorstellen. Okay, let's go. Also will die mich als Freund haben, meine ich natürlich. Warum macht der alles durch die Hecke? So heißt dann mein Film, so ein lustiger Comedy-Film. Durch die Hecke mit Daniel Sullivan. Ey, guck mal, in manchen Winkeln sieht der echt aus wie ich, finde ich. Manchmal denke ich so, hey, das bin ja ich. Hallo, ich bin Donny. Warum sprichst du mich durch die Hecke an und warum hast du keine Hose an? Und wer bist du überhaupt? Ich habe einen Mülleimer. Rechnungsinfo anzeigen. Okay. Ist ja dann wie SimCity, da muss man ja voll auf Sachen achten. Nee, chill ich lieber bei dem Spiel. Kann er da überhaupt raus? Ich glaube nicht. Doch, der war schon joggen. Der ist dann hier rumgegangen. Aber wir müssen uns hier, glaube ich, tatsächlich ein bisschen die Hecke wegmachen. Und sie haut ab. Okay. Ciao. Ich will jetzt mein erstes Traumzimmer bauen. Jetzt frage ich mich, wo ich meine erste Geheimtür hinmache. So ein bisschen Alice im Wunderland mäßig, weißt du? Hier wäre eigentlich geil. Weil hier ist ja so ein Vorhang bei mir. Das ist dann nur so eine geheime Tür, von der nur ich weiß. Wo ist denn jetzt... Bauen? Ah, hier. Sie kommt gerade zu mir? Nee. Oh, ja! Sorry! Ich krieg Besuch. Oh nein, jetzt ist sie wieder weg. Bleib da! Du hast geile Besäugs. Ja, sorry, aber ist doch so. Guck dir das mal an. Ja, das Verbotenschild ist schon richtig an der Stelle. Nicht für dich, Donny, heute. Für dich keine Besäugs. Ja, da guck da. Scheiße. Da gehen meine Besäugs hin. Sind da andere? Habt ihr Besäugs? Hallo? Habt ihr Besäugs? Nee, ne? Okay. Allein das Bild, ey. Das ist überhaupt nicht creepy, ne? Das müsste eigentlich das Thumbnail sein, oder? Guck mal in die Richtung. Ich will, dass der hier hinguckt. Ich muss es jetzt nutzen, während er so creepy guckt, aber ich will nicht, dass dies. Das ist eigentlich gut. Kann man hier Screenshots machen in dem Game? Vielleicht sogar. Mal eben so mit Windows zur Sicherheit. Das ist zu gut. Oh Mann, ey. Was machen die? Die wissen ja auch nicht, dass ich keine Hose anhab gerade, ne? Das ist ja auch das Geile. Das wissen die ja alle nicht. Wenn ihr wüsstet. Ich geh mal kacken jetzt. Nee, was macht der? Okay, jetzt setze ich da hin. Ah, das ist schon abgefahren. Was machen wir jetzt, ist die große Frage. Jetzt fällt mir auf, jetzt okay, jetzt war die große Aufregung des Erststarts. I'm not gonna lie. Und jetzt bin ich gerade so ein bisschen, ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Leute kennenlernen. Okay. Also einfach rausgehen, oder was? Lauf mal hier hin. Nee, hier, wo will ich denn eigentlich hin? Wir laufen mal ein bisschen weit. Wir gehen mal zum Meer, oder? Wo ist denn das Meer? Kann ich hier hingehen? Nee, ich kann nur hier in der Gegend laufen, oder was? Ich geh mal zu den Dudes hier. Pass auf, ich mache jetzt, dass der da hinläuft. Und ich muss nämlich kurz Pipi machen. Dann läuft der einfach währenddessen, oder? Dann könnt ihr das beobachten. Ich hoffe, es passiert nichts währenddessen. Bin gleich wieder da.
Ups, sorry. Ich habe nur gemeint, jetzt ist er da angekommen und keiner ist da. Warum, was habe ich denn mit meinen Fischen immer? Krabben und irgendwelchen Seetieren. Ah, guck. Oh. Guck mal. Wie viel Uhr ist es da gerade? Ist ein bisschen creepy so, oder? Wie ich da ohne, nachts ohne Hose da Hallo sag. Die ist süß. Hau ab. Und du hast recht. Ich mag meine Stimme aber nicht. Kann man irgendwie... Okay, was läuft die? Kann man flirten? Irgendwie kann ich beeinflussen, was ich sage, so, wie ich sag. Hätte ich am Anfang auswählen können, okay. Aber da stand grob vorstellen. Ich dachte, grob vorstellen heißt so ein bisschen so, dass man sich vage ausdrückt, so. Auf sie klicken. Schmutzigen Witz erzählen. Der creepyste Typ aller Zeiten, ey. Ohne Hose nachts. Okay. Okay, die steht auf so Natursekt wohl. Ich bin der einzige YouTuber oder Streamer der Welt, der es schafft, ein Sims-Let's Play zu machen, was entmonetarisiert wird. Na, ja, noch nicht, aber ich meine nur. Oder nicht entmonetarisiert, aber was ich angeben muss als sozusagen vulgäre Sprache. Ja. Ja, Leute, komm mal, das war doch jetzt eine gute Folge, oder nicht? Wollen wir nicht irgendwie dann nächstes Mal einfach weiterbauen und die neuen Zimmer machen? Bin gerade so ein bisschen, don't know what to do, to be honest. Oder sollen wir noch weitermachen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll so richtig gerade. Ich gebe es zu, wir hatten so eine geile Aufgabe, die Wohnung zu bauen. Jetzt steht die Wohnung, jetzt bin ich ist ein bisschen leer gerade bei mir. Also es macht noch Bock. Aber ich kenne mich nicht mit dem Spiel aus. Ich weiß jetzt nicht genau, was machen. Arbeit suchen. Nur mir macht das Bauen mehr Spaß. Tatsächlich. Ich will jetzt mal ein Zimmer bauen hier noch. Wie kann man denn andere Stockwerke machen? Kann ich jetzt theoretisch... Oh, ich habe meine Lampe. Kann ich theoretisch ganz hoch... Kann ich so ein Hochhaus bauen? Obergeschoss, aber wie komme ich da hoch? Ist die Frage. Wie kommt man da hoch? Hallo, ich bin Donny, ich mag keine Hosen, ja. Wie kommt man... Muss ich eine Leiter bauen? Das Baumenü ist meins. Okay, Treppe bauen. Okay, pass auf, ich mache erstmal mein Geheim... Erstmal speichern, ich mache erstmal meinen geheimen Raum hier hinten. So, ich habe jetzt... jetzt geht's hier weiter. Das ist der erste imaginäre Raum, den es eigentlich nicht gibt. Da machen wir eine super Tür, so eine Tür. Nee, so eine, weiß ich nicht, so eine geheimnisvolle Tür. Nee. Hm. Ja, so eine Tür ist geil. Ich komme gerade nicht mehr. So. Und jetzt geht's ab. Und jetzt machen wir hier. Jetzt machen wir das Wandtool. Wo ist nochmal das Wandtool? Hier. Wo ist nochmal. Wo ist nochmal das Wandtool? Ganz normal, so die. Oh, wieso bin ich jetzt so doof? Wo war das nochmal?
eine Klotür ist natürlich ist sehr geheim. Wo? Freunde, bitte. Das, ah, genau. Okay. Jetzt wollen wir gucken. Jetzt machen wir mal hier so. Ah, ne. Kann man, dass man das mit Space nicht machen kann, das macht mich wahnsinnig. Kann man das vielleicht irgendwie mit H? Gut. Dann drücke ich einfach H. Ja, okay, ich nehme jetzt einfach immer H, das geht. Und jetzt aber wieder auf das andere. Bauen. K. Okay, H und K muss man. Ne, oder wie komme ich da wieder drauf? B. B und H. Oh. Hm. Jetzt nochmal hier. Einmal die Grundlage schaffen, ne, für das. Ja. Das maximal das Grundstück ausnutzen, ja. Nee. Okay. Aha. Nein! Ha! Okay, jetzt wieder. Das ist schwer. Ich krieg das. Das ist das Einfachste, was es auf der Welt gibt, krieg ich grad nicht hin. Okay. Oh ja! Jetzt kommen die großen Räume, Freunde. Jetzt mache ich erstmal hier die Treppe rein. Hier geht's nämlich erst hoch in den weiteren geheimen Bereich. So, Treppe hatten wir hier. Machen wir hier so eine. Oder was? Ich habe einfach immer das teuerste von allem. Ja, so liebe ich mir das. Ja, teuer. Teuer, teuer. Teuer, teuer. Meine Mutter, meine. Teuer, teuer. Aber wie, warum kann ich das nicht drehen? I can't turn it, mate. Jetzt fängt er an abzuheben. Ja, jetzt geht's really ab, Alter. Wieso kann ich das nicht turnen? Tina Turner. Hm, mit Komma drehen. Aber vorher, ja, danke erstmal. Aber mit vorhin ging das mit ganz normal mit der rechten Maustaste. Hm, naja, okay. Jetzt ist es wieder weg. Ah, nee, scheiße. Okay, ich lasse lieber mit den Hotkeys, das ist nicht so. Schuster, bald bei deinen Mäusen. So. Wir machen das so. Kann man... So würde ich. So ist richtig, ne? Okay. Sieht auch geil aus. Warum ist es jetzt hier blau? Ah, warte mal, man kann so sogar. Ey, ich mache mir ein kleines Stadion da rein. Da mache ich immer Secret Stand-Up-Shows. Ja, ein bisschen breiter muss schon sein. Einmal so eine unnötig breite Treppe. Okay. So, und jetzt, was können wir hier machen? Ich weiß schon, was wir machen. Oh ja. Oh ja, Freunde. Oh ja. Oh ja. Ihr glaubt, ich mach's nicht, ja? Ja, ihr habt euch aber geschnitten. Das ist der Masturbierraum. Das ist das Pornozimmer, ich sag's euch. Ich brauche noch mein Regal für die ganzen Pornos. Oh, ist das hier. Ja, komm, gib her. Das ist alles nur Pornografie. Das ist eine Videothek, mache ich jetzt hier. Nochmal eins, drehen, komm. Ja. Mach mal auf jetzt hier. Jetzt wird's mal richtig. Jetzt geht's hier ab. Wir sind hier in der Videothek. Teresa Orlowski en masse hier. Alles voll damit. FSK 18 Abteilung von der Videothek. Nein, das sind auch normale Filme. Wollen wir jetzt mal nicht so sein, ja? Ein paar. Aber wenig. Stirb langsam 1, 2 und 3 und zurück in die Zukunft 1 und 2. Mehr nicht. Und alles andere ist Pornos. Knallhart. Okay, wo bauen wir noch so? Jetzt bauen wir noch einen Couch. Weißt du was? Ey,
Ich stell dir mal vor, jemand hat echt so einen Raum. Die ganze Wohnung normal. Und dann durch diese Klotür einfach auch hier gehen und dann so, ja, ach so, das ist mein Fernsehraum. Und da läuft auch ein Porno, während man reinkommt. So, das ist so eine Spielwiese. Ich komm, ey. Hör doch einfach auf. Hör doch auf, Leute. Narnia, aber halt für. Da geht's nicht ins Zauberland, sondern in so einfach so absolute Adultery-Land. Mann. Ich lasse es so. Das ist ein geiler Raum. Ich liebe den Raum. Guck mal, hier sitzen. Ist mega gechillt. Kannst du auch Herr der Ringe und so schauen. Oh, Rotlicht. Sehr, sehr guter Einwand hier. Oder Idee von Skadon. Sehr, sehr gut. Da bin ich dabei. Da bin ich sowas von dabei. Er muss mir nicht zweimal sagen, dass wir da ein Rotlicht reinpacken. Kann man denn die Farbe der Lichter bestimmen? Das ist die andere nächste Frage. Wie geht das? Ist das so ein... Nee. Keine Ahnung, ja. Ja, aber auch hier so ein bisschen. Ich will es aber auch, ich sag's euch ganz ehrlich, ich will es doch nicht zu hell haben in dem Raum. Ich mag das, wenn das da so ein bisschen dunkler ist. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach so der weirdeste Raum ever. Wir brauchen noch Tapete. Oh, ja. Mit Shift, ne? Oh, ja. Das ist geil. Warum ist denn hier immer so dunkel? Okay, weil ich habe kein zentrales Licht, ne? Und Boden müssen wir auch noch machen. Teppich will ich hier gerne drin haben. Gibt's hier nur Holz? Ah, ne, hier. Ach, da wären übrigens auch Fliesen gewesen fürs Bad. Okay, gut. Ne, hab ich aber... Ne, aber... Ja. Wo ist Teppich? Fliese, Teppich, ah, hier. Das ist keine, ach so, doch. Und das hätte ich gerne in, so ein bisschen wie so beim Casino. Muss ja jetzt auch nicht hässlich werden hier, ne? Nee, dann lieber das. Hier ein bisschen von Shining. Nee. Fliesen? Fliesen wäre aber echt übelst creepy. Das ist ein richtiger Creep-Folterraum. Thea Roller, danke für den Prime-Sub. Kanonen-Tom, bin wegen Donny kurz davor, Sims zu kaufen. Do it! Do it! Do it! Aber warte mal, hier gibt's ja auch, die kann ich auch die Farben. Ich will was Schlichtes haben, komm. Ist doch hässlich sonst. Ja, einfach so. So. Kann man das Grid ausschalten, Freunde? Der Boden-Grid. Das sind die für die Profis da draußen. Warum ist das Bett 20 Quadratmeter groß? Du, Captain Wurstwasser, ich frag dich, warum nicht? Wie kann man das Grid ausschalten? Freunde der guten Sim-Unterhaltung? Mit G? Ah! Lisa Füchsle, du hast mir gerade die Welt besser gemacht. Jetzt sieht ja alles geiler aus. Okay, warte mal. Okay, mit dem Bett bin ich tatsächlich dann doch nicht zufrieden. Das machen wir anders. Aber guck mal, jetzt mal ganz ehrlich. Ist ohne Scheiß mal, Leute. Wenn ihr da... Guck mal, ihr seid wirklich in so einer normalen Wohnung. Ich habe ja alles realitätsgetreu gehalten. Jetzt seid mal ehrlich. Und ihr geht durch so einen Raum und dann ist auf einmal so ein Raum mit so Teppichboden und so einer Treppe und es ist doch eigentlich auch alles recht gemütlich. Es ist einfach abgefahren, oder? Ich finde, also da geht meine Fantasie, geht da voll ab. Ich finde das irgendwie total surreal. Ich habe auch eine Idee für die Lampen gerade gehabt, in dem... Ich krieg richtige... Hier, das sind doch so... Ah, es ist doch hier Ghibli! Totoro! Ich würde die Polizei rufen. Link P, ja, das ist meine eigene Wohnung tatsächlich nicht nur nachempfunden, sondern wirklich, also ziemlich nah dran am echten. Guck mal, wir haben doch hier Studio, das ist doch hier Totoro. Also wir haben einfach jetzt ein Kino. Okay, und jetzt, Oh, geil. Ihr wisst genau, was ich mache.
Warum finde ich das so witzig, Mann? Das kann doch nicht wahr sein, dass ich da jedes Mal drüber lache. Jetzt wirkt das voll klein, aber das ist normal groß, weil der Fernseher so riesig ist. Aber guck mal, wie geil wäre denn so eine Couch, ey? Wie gemütlich ist das denn? Ich würde gern auf die Couch noch eine Couch machen. Aber jetzt fällt mir erst auf, wie groß das Zimmer ist. Okay, das ist aber geil. So viel zu nah dran. Übelst Nackenstarre. Das Zimmer heißt einfach nur Nackenstarre. Wird alt. Richtig Austin Powers Style hier. Und jetzt mache ich hier noch. Es wird so ein richtiger Man Cave jetzt hier. Gibt's Billardtische? Richtung Billardtische. Nee, Billardtische gibt's nicht. Hm. Nee, ich habe eine Idee. Das wird Hammer. Das wird das Zimmer. Ich bin jetzt mal kurz verloren. Das wird das Zimmer des Jahrhunderts, Leute. Richtig geil. So, jetzt gibt es hier noch so eine kleine. Ja, ich hätte gerne so einen Ledersessel, Mann. Gibt es hier keine Ledersessel? So ein richtig so Gentleman's Room oder Gentlewoman, whatever. Whatever floats your boat, Bro. Aber ich finde den Stuhl nicht, den ich will. Ja, doch, so einen. Und dann guck mal. Der Klassiker, so, weißt du, hier so. Ah, warte. Nee. Das ist voll der komische Raum. Oh Mann, ey. Das ist dumm. Für mein Kind. Hast du keine... Das ist für meinen Sohn. Ja, hier, komm, ich mach mal hier Pepper an. Glotz mal Pepper, während ich hier mal mit den Jungs Geschäfte mache. Y-Press, danke für die schöne Unterhaltung. Freue mich unnormal auf das Battle nächste Woche. So sieht's aus. Ausrufezeichen Matteo im Chat, wenn ihr nicht wisst, wovon Y-Press redet. Nächste Woche spielen Matteo und ich Dark Souls gegeneinander. Und zwar, also erstmal fängt Matteo an, Dark Souls 1, Remastered. Matteo fängt an, er darf hingehen, wo er will in Dark Souls. Es gibt keine festgelegte Route. Und man kriegt pro Boss 5 Punkte und pro NPC einen Punkt und pro Gegner, die nicht respawnen, einen Punkt. Und wenn man stirbt, ist der Run vorbei. Und am Ende, wer mehr Punkte hat, gewinnt. Matteo legt vor, das heißt, er wird irgendwie eine Route schlagen, vielleicht 2-3 Bosse machen. Wahrscheinlich eher 2, meiner Meinung nach. Und wahrscheinlich ein paar NPCs machen, ich glaube genau 3. Und hat dann wahrscheinlich um die genau 13 Punkte. Und dann bin ich dran, einen Tag später. Und das wird Donnerstag sein. Und zwar Donnerstag, der 14. Januar. Kommt gerne vorbei, abends wahrscheinlich so gegen 19 Uhr. Und dann mache ich meine Route. Und in letzter Zeit trainiere ich so ein bisschen. Wir haben schon so eine Route ausklamüsert, gemeinsam mit der Community, wo es dann lang geht. Und ich bin guter Dinge, dass ich da gewinnen werde. So sieht's aus. Nili, danke für... Oh, Alter, Nili hat 25 Minuten. Ich habe hier alles realitätstreu gehalten. Geht ohne Hose joggen. Ja, naja. Du, warst du schon mal mit mir joggen? Aber Nili, warte mal. Nili war schon bei mir. Bist du noch im Chat, Nili? Sag mal ehrlich, das ist schon ziemlich nah dran, oder nicht, an meiner Wohnung? Nili war schon hier. Wir haben ja schon zusammen ein Bierchen getrunken. Ja, wenn du noch da bist, melde dich mal. Das wird mir interessiert. Oder musst du auch nicht melden. Kannst ja hier sehen. Hier warst du auch schon drauf. Ja, ist immer schön geschifft hier. Schön Age of Empires Pisse. Okay, whatever. So. Ja, und das wird nächste Woche passieren. Und das meinte Wipers. Und ich freue mich da auch drauf. Das wird lustig auf jeden Fall. Ja. Freunde, was machen wir jetzt noch? Ich lege jetzt mal. Pass auf.
Wir machen es jetzt mal mit Sims. Ist jetzt mal für Sims reicht's heute tatsächlich. Mir ist irgendwie in den lila Raum hast du mich nie geführt. Ja. Weil irgendwie geht mir gerade so ein bisschen die nicht die Lust. Ich weiß nicht so richtig, was ich noch machen soll. Modkeller fehlt auch noch, stimmt. Ach so. Ach komm, weißt du was? Ich mach Bierchen auf, Leute. Und dann machen wir noch einen Raum. Ist das eine Idee? Ist das ein Vorschlag? Ah, irgendwie. Ich kann dir so zwischen. Soll ich das jetzt realistisch. Bin ich da im Game gerade? Ja. Soll ich das jetzt realistisch bauen? Oder soll ich jetzt wirklich mal so ein bisschen jetzt so komplett ausflippen? Teste wenigstens mal den neuen TV. Ah ja, stimmt. Shit. Hä? Okay. Oh. Hallo. Kannst du mal nicht dich immer drehen? Das ist zu groß einfach. Das kommt nicht klar. So. So kann es gehen. Ja, ja. Geht er durch die Wand? Nee. Riesen-HDMI. Ey, jetzt ist er schwebt da. Was? What the fuck? Geht jetzt ab? Ja, so ist richtig. Mach nochmal den Clip. Ja. Kommt dann, wenn ich jetzt gleich aus der Küche wieder da bin. Ich bin gleich wieder da, Freunde. Wir sehen uns in nicht mal 2 Minuten. Ja, Steffi, hast auch wieder recht. Aber eins? Ich überlege gerade, ob ich... Mann, ich hab's jetzt wegen diesem Gag. Das sieht einfach scheiße aus jetzt hier alles. Das gefällt mir nicht. Okay, also ich bin gleich wieder da, Leute. Ja, noch kurz hier was umdingsen. Ja, da sind wir wieder. Äh,
Freunde, wir machen jetzt noch ein klein bisschen Just Chatting. So sieht es nämlich jetzt aus. Ich habe gerade beschlossen, ich will das jetzt nicht überreizen. Mir ist gerade so ein bisschen die Lust ausgegangen. Während ich muss da nochmal neu ran. Wir können aber uns noch ein bisschen unterhalten, wenn ihr Bock habt. Ich gehe mal hier speichern. Man muss es ja nicht forcieren, ja? Keine Sorge, mir macht es immer noch Spaß. Ich mache das auf jeden Fall nochmal. Aber gerade ist ja auch manchmal okay, dann hat man, jetzt habe ich gerade keinen Bock mehr. So, das ist ja einfach die ehrliche Aussage. Und ich werde das jetzt nicht hier extra forcieren, nur weil viele Leute zugucken. Wisst ihr, was ich meine? Dann ist es heute mal gut mit Sims zumindest. Wir können auch noch ein bisschen schnacken, wenn ihr wollt. So, gespeichert haben wir. Und Spiel verlassen. Und wir haben jetzt schönen Feierabend. Oh, eine Runde, wer wird Millionär, spiele ich auf jeden Fall gleich, ja. Das kommt auf jeden Fall gleich. Aber jetzt erstmal kurz chillen. Muss mein